toll, ein neuer Tag in der Kita Kunterbunt. Und auch einige Kinder sind schon da. Guten Morgen, was machen wir denn heute? Ja, hoffentlich spielen wir was Schönes. Heute gibt's eine richtig tolle Überraschung für euch Kinder. Wir bekommen heute Besuch. Aber bevor wir Besuch empfangen können, müsst ihr hier noch ein bisschen aufräumen in unserer Mäusegruppe. Also alles ein bisschen aufräumen, alles an die Seite stellen, sodass es richtig schön und einladend aussieht. Ihr könnt euch auch gern zu zweit zusammentun und dann auf die Plätze, fertig, los. Och Mann, ich habe gar keine Lust aufzuräumen. Ich war das auch gar nicht. Wer hat denn diese Tassen hier hingelegt? Ich stell die hier einfach hoch. Keine Lust. Und ich frag mich auch, wo ist Lea denn? Lea ist noch gar nicht da. Hoffentlich kommt Lea heute, wenn es heute eine Überraschung gibt. Da liegt noch eine Tasse auf dem Boden. Das ist aber wirklich sehr unordentlich heute hier. Ach, ich sehe, ihr habt schon sehr schön aufgeräumt, Kinder. Oh Mann, aufräumen ist so blöd. Ich habe keine Lust. Ich war das alles gar nicht. Warum soll ich das denn wegräumen? Ach, Mensch, Mira, räum doch mal ein bisschen auf und wir bekommen Besuch, da muss alles schön ordentlich sein. Oh Mann, hier liegt doch eine Puppe und ein Boot. Alles ist voll und na gut, vielleicht war ich das doch gestern. Hey, was machst du denn da? Was ist denn da schon wieder los? Luna, 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 hier versteckt sich einer. Oh Mann, ihr habt mich gefunden, ich dachte, ich muss nicht mithelfen. So, Lea, wir sind heute ein bisschen spät dran, aber ab rein in die Tür. So, sind die Kinder wohl alle schon in der Mäusegruppe? Mira und Sina spielen. Ach, guck mal, da sind ja alle. So, hallo, da kommt die kleine Lea. Wir sind ein bisschen spät dran heute. Ach, schön, dass Lea jetzt auch da ist. Es gibt nämlich heute eine schöne Überraschung für die Kinder. Oh, toll, Lea ist endlich da. Hallo. Hallo, Freunde. Ich bin da. Lea, Lea, es gibt heute eine Überraschung. Es kommt jemand. Wir bekommen Besuch. Und deswegen haben wir schon alles aufgeräumt. Oh, toll. Besuch? Ja, wir bekommen heute hier Besuch in der Gruppe. Es ist eine Überraschung für die Kinder. Ihnen kann ich es ja schon verraten. Heute kommt ein Tierpfleger zu Besuch. Ach, schön. Ja, das wird bestimmt spannend für die Kinder. Ja, dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und viel Spaß mit eurem Besuch. Tschüss, Mama. Tschüss, tschüss, Leas Mama. Wann ist das denn soweit? Und wann kommt der Besuch? Ach, seid mal ein bisschen geduldig. Einen Moment dauert's noch, bis unser Besuch kommt. Wir können uns ja schon mal in den Sitzkreis setzen. Also, ihr Lieben, heute kommt jemand, der hat einen ganz tollen Beruf. Was wollt ihr denn später mal werden? Also, es gibt ja so viele tolle Berufe. Lea will Prinzessin werden. Ich will Feuerwehrmann werden. Das sind tolle Berufe. Und ich höre gerade was. Ich glaube, da vorne an der Tür kommt schon unser Besuch. Ich hole ihn mal ab. Hallo, ich bin Tierpfleger Tim. Guten Tag, Klasse. Aber ihr seid ja noch gar keine Klasse. Ihr seid ja eine Kindergartengruppe. Hallo. Ach, schön. Also, unser Gast ist Tierpfleger Tim. Oh, ein Tierpfleger? Toll! Was machen die denn so? Also ich als Tierpfleger pflege Tiere im Zoo. So, dann setzen wir uns mal alle zusammen hin und wir haben das große Glück, dass Tim uns heute von seinem Beruf erzählt. Also, ich bin der Tierpfleger im Zoo und dafür muss man immer ganz früh morgens aufstehen, denn die Tiere, die sind immer ein bisschen früher wach als die Menschen. Und wenn ich ganz früh da bin, dann mache ich die Gehege sauber und fütter die Tiere schon am frühen Morgen. Gib denen ein bisschen Frühstück. Ich habe da mal eine Frage. Sind bei dir im Zoo auch Elefanten? Ja, genau. Elefanten habe ich auch da. Sogar 4 Stück. Die sind richtig groß und die essen auch ganz viel. So wie ich. Schön, dass du schon Elefanten kennst, denn ich habe hier ein Bild von Elefanten. Schaut mal. So sehen die aus. Ja, voll die großen Tiere. Ich war schon mal im Zoo. Und da habe ich einen Elefanten gesehen, der war noch viel größer. Ja, genau. Die sind 5-mal so groß wie ein Mensch. Und schaut mal, kennt ihr das andere Tier? Ich habe noch ein anderes Bild dabei. Ach, da bin ich mal gespannt, ob die Kinder dieses Tier kennen. Oh, ich weiß, was das ist. Eine Giraffe. Ja, genau. Das ist eine Giraffe. Und die haben bei uns das größte Gehege. Und wenn die
essen wollen, dann müssen die immer ihren Hals so weit runter machen, damit die an die Bäume kommen. Boah, das ist voll cool, dass wir einen Tierpfleger hier haben. Das ist mega spannend. Hey, ja, mein Beruf ist auch ziemlich spannend. So, okay. Kinder, könnt ihr erraten, was das für ein nächstes Tier ist? Kennt ihr das zufällig? Oh. Boah, was ist das denn für ein Tier? Ich weiß, eine Katze ist das. Eine Katze. Nein, ich weiß es, ich weiß es. Das ist ein Luchs. Oh, wow. Das überrascht mich jetzt. Also, hier sind ja schon einige Kinder bei, die kennen sich ja wirklich gut in der Tierwelt aus. Ein Luchs? Lea dachte, das ist eine Katze. Aber Luchs, okay. Okay, also, jetzt habe ich ein anderes Bild noch. Und das werden bestimmt auch ein paar mehr von euch kennen. Jetzt wird es nämlich etwas gefährlich, aber keine Sorge, es ist nur ein Bild. Na, erkennt ihr dieses Tier? Oder soll ich eher sagen, ein Reptil? Okay, keiner hat was gesagt, dann verrate ich es jetzt einfach. Das ist ein Krokodil. Also, ich wusste das, aber spannend. Also, so viele Tiere gibt es da bei Ihnen im Zoo. Ach, Tierpfleger Tim, das ist wirklich spannend. Wow, können wir dich mal besuchen im Zoo? Ja klar, jederzeit. Also, wenn ihr einen Ausflug macht, dann sagt mir gerne Bescheid. Dann dürft ihr es jedes Tier mal anschauen. Oh ja, ein Keta-Ausflug in den Zoo. Das sollen wir machen. Also, aber Kinder, keine Sorge. Ich habe auch noch eine kleine Überraschung. Ich weiß nicht, ob Luna euch das schon verraten hat, aber einen Moment, ich hole es eben. So, ist gleich hier. Boah, eine Überraschung. Hoffentlich hat er uns was Leckeres zu essen mitgebracht. Ich war nämlich schon mal im Zoo, da habe ich Popcorn gegessen. Also Popcorn bringt er, glaube ich, heute nicht mit. Es ist etwas größer. Also bleibt mal alle schön hier sitzen. Komm her, Luise. Komm. Komm her. Schaut mal, das ist Luise. Das ist unser Alpaka. Oh, wie cool ist das denn? Oh, was ist das? Ja, das ist ein Alpaka. Und wir haben ganz viele von denen im Zoo. Und wenn ihr uns besuchen kommt, dann könnt ihr die alle mal sehen und auch streicheln. Aber hier könnt ihr sie auch schon mal streicheln. Wow, hallo Luise. Ich bin Lea. Boah, das ist richtig cool. Das sieht flauschig aus und ein bisschen wie ein Schaf. Nur der Hals ist länger. Boah, das ist der tollste Tag überhaupt bei uns in der Kita. Wir haben einen Alpaka zu Besuch. Oh Mann, jetzt muss ich wieder das Haus bauen. Jetzt, das ist immer so schwer. Vor allem, Enderman versucht jedes Mal mein Haus kaputt zu machen. Und wieso kriegt er es auch jedes Mal hin? Aber, naja, heute habe ich ja den ganzen Tag Zeit dafür, um mein Minecraft-Level erstmal ordentlich zu pushen. Ah, Louis, na? Alles klar, was machst du so Schönes? Hast du Lust, irgendwas zu unternehmen? Hi, Papa. Ja, nicht ganz. Also, ich zocke Minecraft. Ich habe heute keine Zeit. Ach, komm schon. Lass uns doch was zusammen unternehmen. Wir können ja auch zusammen zocken. Nein, danke. Ich zock lieber alleine. Vor allem, du hast eh keine Ahnung, wie Minecraft funktioniert. Da muss ich dir erstmal 10 Stunden erklären, wie Minecraft geht und dann verstehst du es immer noch nicht. Naja, also ich habe auch früher viel gezockt. Also, Karten und so. Oh, Backe. Karten zocken, vergleich ja mit Minecraft. Eieieiei. Komm schon. Leg mal deinen Laptop weg. Oh, schnell ins Haus und Tür zu. Nicht, dass Enderman mich gleich noch bekommt. So, Louis, gib mal deinen Laptop her. Ich pack ihn mal weg. Ey, Papa! Ich zocke gerade, das ist voll wichtig. Nein, lass uns das unternehmen. So, ich pack deinen Laptop mal weg und dann haben wir jetzt mal Ruhe und von dem Daddeln hier. Oh, Papa, ich musste gerade Enderman besiegen. Jetzt hat er mich wahrscheinlich schon besiegt, jetzt habe ich eh verloren. Naja, oh, was willst du denn machen? Also, ja, wir können doch irgendwas unternehmen. Was ist denn mit Kino? Hast du Lust ins Kino? Oh nee, im Kino läuft zurzeit kein guter Film. Ist gar nichts. Und außerdem, einen, den ich schon gesehen habe, der war ziemlich schlecht, der... Nee, müssen wir nicht rein. Hast du dann vielleicht Lust, ins Einkaufszentrum zu gehen? Irgendwie was machen? Vielleicht willst du eine neue Cap? Vielleicht brauchst du ja eine neue Cap oder so. Weißt du was, Papa? Du gehst in ein Einkaufszentrum und kaufst eine neue Cap. Und ich zock so lange weiter, okay? Nein, auf gar keinen Fall. Also, ich finde, das ist ein guter Plan. Ich hole eben meinen Laptop und dann zocke ich noch ein bisschen weiter und du holst mir eine neue Cap. Oder das ist doch ein echt guter Plan. Oh, komm schon, Louis. Ich wollte ein bisschen Vater-Sohn-Zeit verbringen. Okay, Vater-Sohn-Zeit. Das hört sich ja sehr, sehr lustig an. Aber ich habe schon lange nichts mehr mit Papa gemacht. Und ja, okay, komm. Eine Ausnahme kann ich ja machen. Und außerdem
Ich glaube, ich weiß eh nicht, ob ich das Level schaffe. Okay, Papa. So, dann lass uns irgendwas machen, aber nicht ein Einkaufszentrum, weil ich brauche keine neuen Klamotten. Lass irgendwas Cooles machen. Okay, Louis, super. Dann suche ich mal eine Beschäftigung für uns, was wir Cooles starten können. Ich schaue mich mal ein bisschen so in deinem Zimmer um. Was sind so deine Interessen? Und... Oh, ah, das Skateboard. Okay, Louis, was hältst du davon, wenn wir zusammen skaten gehen? Skaten. Du auf dem Skateboard. Ja, okay. Das könnte, glaube ich, ziemlich lustig werden. Glaube ich nicht, aber... Okay, wir können es ja mal ausprobieren. Okay, super. Dann lass uns direkt los. Ich habe dein Board in der Hand und dann machen wir ein paar Wheelies. Ich bin schon mal unten. Bis gleich. Oh, Mann. Wheelies, das nennt man beim BMX-Fahren und nicht beim Skateboard-Fahren. Oh, das kann jetzt echt lustig werden. Na gut, dann verbringen wir mal ein bisschen Skate-Time. Okay, Louis, dann verraten wir mal die ersten Tricks. Papa, wir dürfen hier nicht drin skaten. Mama schimpft dann immer. Ja, aber Mama ist nicht da. Außerdem bin ich heute der coole Papa und ich erlaube es. Und wenn Mama nicht da ist, dann muss ich es ja nicht unbedingt erfahren. Okay, der coole Papa. Alles klar. Oh Mann, das wird hier ziemlich cringe gerade. Okay, dann weißt du was, Papa, dann steig einfach aufs Board. Wichtig ist, dass man nicht ausrutscht, denn das Kugellager ist sehr, sehr empfindlich. Und das heißt, du kannst ziemlich schnell ausrutschen. Ah, keine Sorge, Louis. Dein alter Herr weiß schon, was er da tut. Aber zuerst brauchen wir noch coole Klamotten. Coole Klamotten? Die habe ich doch an. Schau dir mein kariertes Hemd an. Das ist doch voll cool. Naja. Also, ein kariertes Hemd ist jetzt nicht gerade cool. Du siehst wirklich aus wie ein Opa. Aber wo ist deine Cap? Deine Cap musst du auf jeden Fall zum Skaten anziehen. Ah, meine Cap ist hier. Also, das mit dem Opa verstehe ich jetzt gar nicht. Aber na gut, wenn du das sagst. Ich ziehe mir meine Cap an. So, so ist doch cool, oder? Wenn ich die so schräg anziehe. Oh mein Gott, Papa, du bist so peinlich. Zieh die richtig an. Das, so trägt man das hier in den 90ern, aber doch nicht mehr in der heutigen Zeit. Ja, okay. Also, wenn du das sagst. Jetzt hör einfach auf mich und das, was ich dir sage. Steig jetzt langsam auf das Skateboard drauf, okay? Okay, kein Problem. Also, ein Fuß nach oben und dann... Oh, schau mal, Louis, ich kann stehen. Oh, oh, oh. Nein, nein, ich verliere das Gleichgewicht. Ah, das ging aber auf meinen Rücken. Ah, Papa, alles okay, alles okay. Hast du dir wehgetan? nein, also ich habe mir nicht wehgetan. Also, das wird vielleicht ein kleiner blauer Fleck, aber gebrochen ist nichts. Oh, aber ich glaube, das wird doch ein etwas größerer blauer Fleck. Aber alles in Ordnung. Tu einfach so vor Louis, als ob alles cool ist. Na gut, okay. Also wenn nichts ist, dann kannst du wieder aufstehen. Und die erste Lektion beim Skaten ist, sobald du fällst, musst du wieder aufstehen. Und man darf keine Angst vor dem Skateboard haben. Komm, ich mach dir mal vor. Ich zeig dir mal ein paar coole Tricks. So, aber die darfst du wirklich nicht nachmachen. Dafür braucht man jahrelange Erfahrung, so wie ich sie habe. Schau genau zu und dann kannst du von mir lernen. Boah, Louis, also deine Lektion und deine, so wie du das mir beibringst, ja, vielleicht wirst du ja irgendwann mal Lehrer. Also, mit einem Bein gibst du Anschwung und mit dem anderen bleibst du drauf, um das Board zu kontrollieren. Und dann geht's los. Schau gut zu. Yeah, ich spring die Treppe hier runter. Und tada. Hast du das gesehen? Wow, Louis, das war ja mega cool. Kannst du mir das beibringen? Kann ich das wohl auch machen? Immer mit der Ruhe, Papa. Du musst noch einiges lernen. Ich glaube, bei dir ist das Wichtigste, dass du einfach mit deinem Gleichgewicht auf dem Board bleibst und nicht wieder ausrutschst, so wie gerade eben. Ja, also, wenn du mir das so beibringst, wie du es gerade gesagt hast, dann kriege ich es auf jeden Fall hin. Okay, dann geh mal drauf und... Ah, das sieht doch schon mal gut aus. Yeah, du kannst drauf stehen, Papa. Habe ich doch gesagt. Ich lerne schnell, Louis. Ui, okay, und jetzt nochmal antreten, wie war das? Einmal Schwung mit dem einen Bein. Louis, schau mal, ich kann fahren. Ich fahr Skateboard, Louis. Yeah, richtig cool. Und jetzt wieder zurück. Oh Mann, also irgendwie macht das auch ziemlich viel Spaß hier. Also anfangs habe ich gedacht, das könnte ziemlich langweilig werden, aber jetzt macht es echt Spaß. Okay, Papa, komm zurück. Ja, Louis, aus dem Weg. Ich fahr nicht, dass ich noch umfahre. Oh, das macht wirklich Spaß, Louis. Aber, oh, kannst du mir eins sagen? Ja, und zwar anhalten. Papa, du musst langsamer werden. Oh, Louis, was mache ich? Wie kann ich anhalten? Spring einfach ab. Oh Mann, ich versuch's. Es funktioniert nicht, Louis. Louis! Oh mein Gott, Papa, alles okay. Oh Mann, Louis. Ah, mein Arm tut weh. Ich glaube, es ist gebrochen. Oh ja, mein linker Arm, der tut weh. Louis. Oh mein Gott, Papa, du bist Arzt. Mach dich wieder gesund. Das machst du doch bei den anderen Patienten auch immer. Louis, wie soll ich das denn machen? Mein Arm ist gebrochen. Ich kann mich doch nicht selber heilen. Okay, Louis, du musst mir jetzt Unterstützung geben. Du musst jetzt, siehst du diesen roten Verbandskasten da hinten? Ja. Okay, dann hol den mal eben. Und dann musst du mich ordentlich verbinden. Oh Mann, ich bin so aufgeregt. Okay, dieser rote Kasten hier. Ja, genau der.
Schön mit der Ruhe, Louis. Oh Mann, okay, was muss ich jetzt machen? Im Kasten befindet sich ein weißer Verband, den musst du rausholen und mir damit den Arm umwickeln. Oh Mann, okay, Papa, ich bin so nervös. Ich will dir nicht wehtun. Keine Sorge, du tust mir nicht weh. Jetzt einmal verbinden, einmal komplett um den Arm rum. Ist ungefähr so. Ja, das machst du super. Beruhig dich erstmal, atme tief ein und aus. Okay, ich glaube, ich bin jetzt ruhig. Was ist der nächste Schritt? Du fixierst die Bandage, damit sie nicht mehr abrutschen kann. Okay, mit was? Mit dem vorgesehenen Taser. Du musst das Ende nehmen und dann schön ankleben. Ungefähr so? Ja, super, Louis. Das hast du wirklich gut gemacht. Boah, mein Arm tut doch schon gar nicht mehr weh. Boah, okay, was muss man jetzt machen? Nichts mehr, Louis. Du hast mir wirklich gut geholfen. Vielen, vielen Dank. Also, das hätte ich alleine so nicht geschafft. Oh, Mann. Ja, das war echt ein Abenteuer. Also, du, ich glaube, ein Skater wirst du nicht mehr. Aber ich muss sagen, das war ziemlich aufregend hier, auch mal Arzt zu spielen. Ja, Louis, vielleicht wirst du ja sogar irgendwann mal ein Arzt, so wie ich. Aber das würde mich mega stolz machen. Also du warst wirklich sehr, sehr gut, Louis. Hallo Leute, bitte da hinten etwas Ruhe. Ich versuche hier Unterricht zu halten. Also, wenn ihr euch unterhalten wollt, dann nach dem Unterricht. Oder habt ihr was der ganzen Klasse mitzuteilen? Oh nein, was? Jetzt schon Schulende? Oh Mann, na gut, dann, ja, ich wollte euch doch eigentlich noch was über das Mittelalter erzählen. Aber, ja, schade. Der Unterricht geht immer so schnell, wenn er Spaß macht. Und, Hausaufgaben, nächstes Mal. Oder lest im Buch Seite 43 den Text, wie früher Burgmauern gebaut wurden. Und dann wünsche ich euch allen ein schönes Wochenende. Yippie! Yay, endlich Wochenende. Hey Marleen, hast du gleich Lust, noch in die Cafeteria zu gehen und da ein bisschen abzuhängen oder so? Ja klar, warum nicht? Ich meine, ich habe sowieso nichts vor. Boah, okay, cool. Ja, dann sollen wir runter, und damit wir noch schnell einen Platz bekommen. Aber ich glaube, freitags nach der Schule ist eh nicht so viel los. Da werden wir ganz easy einen Platz finden. Okidoki, abgemacht. Dann würde ich sagen, geh du vor und ich folge dir. Ich muss noch einmal ganz kurz zu meinem Schließfach. Ich bin sofort da. Okay, alles klar. Weißt du was? Ich gehe schon mal vor und halt schon mal einen Platz für uns frei. Nicht, dass es doch noch voll wird. So, also ich find's echt cool, dass Louis gefragt hat, ob wir noch in der Cafeteria abhängen wollen. Mal gucken, was er noch sagen will. Also, ich freue mich, Zeit mit ihm zu verbringen, aber ich wollte ihn ja noch fragen, was mit Paula ist. Ich glaube, ich spreche das gleich mal ganz vorsichtig an. Okay, also, ist doch noch jemand hier in der Cafeteria. Aber ich habe ja zum Glück einen Platz bekommen. Aber, und Marleen wird auf jeden Fall gleich hier hinkommen und dann kann ich sie endlich fragen. Hey, ich bin so aufgeregt. So, hier bin ich. Und es gab ja anscheinend doch noch einen Platz. Sehr gut. Du Louis, ich wollte dich noch mal was fragen. Und zwar, wie soll ich das jetzt sagen? Wie sieht's eigentlich mit Paula aus? Also ich meine, habt ihr euch wieder vertragen? Ja, es ist ein schwieriges Thema. Also, wo fange ich denn da am besten an? Weißt du was? Ja, Paula und ich, wir haben uns noch nicht vertragen. Wir haben uns noch nicht ausgesprochen. Also, sie ist immer noch sauer und will nicht mit mir reden. Aber das ist jetzt auch schon eine sehr lange Zeit her. Ich glaube, wir werden nicht mehr zusammenkommen. Aber ist ja egal. Wir haben ja jetzt Wochenende. Ja, da hast du recht. Also ich wollte nur vorsichtig nachfragen, weil ich mich halt gefragt habe, wie es aussieht mit dir und Paula. Und ich möchte ja auch nicht, dass ihr irgendwie Streit habt oder so. Aber das heißt, ihr seid dann wahrscheinlich nicht mehr ein Pärchen, oder? Nein, das finde ich aber egal. Anderes Thema. Es ist Wochenende! Hoch die Hände, Wochenende! Ja, yeah, du hast recht. Und hoch die Hände! Endlich Wochenende! Ich freue mich drauf! Ja, apropos Wochenende, Marleen, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber ist dieses Wochenende ein Rummel und vielleicht hast du ja, aber nur wenn du, musst du aber nicht, aber wenn du kannst und wenn du Lust hast, dann können wir vielleicht können wir ja zusammen auf einen Rummel gehen. Ein Rummelplatz? Du meinst so eine Kirmes? Oh, ich liebe Kirmes! Ja, also ich hab das noch gar nicht mitbekommen und ich wäre wirklich liebend gern dabei. Boah, du willst da mit mir hin? Okay, ja, cool. Yes. Es hat funktioniert, sie hat ja gesagt. Yippee-yay. Ich freue mich auf jeden Fall auf heute Abend. Und weißt du, was das Coolste ist? Da ist so ein großes Riesenrad. Voll cool, oder? Oh ja, ich liebe Riesenräder. Das ist mein Lieblingskarussell. Als hättest du es gewusst. Okay, weißt du was? Dann lass uns doch am Rummeleingang treffen. So gegen 18 Uhr. Passt dir das?
18 Uhr klingt super. Okay, ja, cool. Dann haben wir eine Verabredung. Ich meinte, wir treffen uns da. Hey, ich freue mich. Bis dann. Ich freue mich auch auf unsere Verabredung. Bis später. Oh Mann, ich kann es auch nicht glauben, dass Marlene sich mit mir treffen möchte. Aber die Frage ist eher, welche Cap ziehe ich denn an? Ziehe ich meine normale Cap an, die ich immer anhabe? Oder meine coole Mütze? Ja, okay. Auf jeden Fall die coole Mütze. Oh ja, Louis, du siehst richtig cool aus. Okay, also cool aussehen, check. Aber was, wo ich wieder wegchecken muss, ist, ich mag eigentlich gar keine Riesenräder. Wieso habe ich vorhin gesagt, dass es voll cool ist, so ein Riesenrad? Aber Mann, mir wird da immer schlecht, wenn es so hoch nach oben geht. Vor allem, es dreht sich auch. Der Mensch ist nicht dafür gemacht, so hoch in die Lüfte zu gehen. Aber, okay, oh nein, es ist gleich schon fast 18 Uhr. Ich muss da jetzt da sein. Okay, Louis, bleib ganz, ganz cool. Dass wir es auf jeden Fall schaffen, irgendwie. Hoffe ich doch zumindest. Oh, so, okay. Ich habe es zum Glück noch pünktlich geschafft. Okay, Marlene wird sich wahrscheinlich ein paar Minuten verspäten, aber das ist ja kein Problem. Aber das größere Problem, das steht direkt vor mir. Das Riesenrad, das ist einfach so groß. Oh Mann, wie soll ich da hochkommen und wieder runterkommen? Das ist doch viel zu hoch für mich. Oh Mann, da ist Marlene. Okay, ganz cool bleiben, ganz cool bleiben. Hi Marlene, hier bin ich. Hi Louis, sorry, dass ich ein bisschen zu spät bin. Der Bus hatte Verspätung. Schön, dass du da bist. Ja, kein Problem, ich bin auch gerade eben erst da. Ja, schön, dass du da bist. Hier ist schon einiges los. Wo soll man zuerst hin? Sollen wir uns vielleicht erstmal ein Eis holen oder sowas? Ah, schau mal, Marlene, hier ist der Plan. Also wir können da unten hergehen und da ist bestimmt irgendwo eine Eisdiele und da können wir uns ein Eis holen, oder? Das mit dem Eis klingt echt richtig gut, aber ich meine, wow, das Riesenrad, wovon du heute gesprochen hast. Guck mal. Oh, du meinst das Riesenrad direkt hier vorne, das gleich bei uns in der Nähe steht? Okay, dann gehen wir da wohl zuerst hin. Oh Mann. Hallo, Entschuldigung, bitte 2 Karten fürs Riesenrad. Hallo, Kleiner. Also, ja, das macht 4,50 Euro für 2 Tickets. Was? 4,50 Euro? Oh Mann, zum Glück habe ich ein bisschen mehr Geld eingepackt. Boah, ist das teuer. Okay, aber, genau, hier die Tickets. Aber bevor ihr aufs Karussell geht, dann müsst ihr euch erstmal messen lassen. Hier um die Ecke gleich, nicht, dass ihr zu klein dafür seid. Zu klein? Wir sind doch nicht zu klein dafür. Ich meine, so ein Riesenrad, das ist doch für Babys, oder nicht? Für Babys, genau, da hast du recht. okay, Marlene, ich fange an. Schau mal, bin ich groß genug? Ich hoffe nicht. Ja, gerade noch so. Juhu, ich kann drauf. Will ich da aber drauf? Egal. Okay, Marlene, du bist dran. So, ich hoffe doch, dass ich auch groß genug dafür bin. ja, wir sind beide gleich groß. Yeah, cool. Juhu, dann steht uns jetzt nichts mehr im Wege. Auf zum Riesenrad. Dann nochmal Glück gehabt, Kinder. Viel Spaß, ihr 2 Turteltäubchen. Und die nächste Runde geht los. Wow, guck mal, wie toll das Riesenrad aussieht. Das ist ja wirklich total groß und das leuchtet noch so schön. Ja, und das ist ganz schön hoch. Überhaupt nicht gruselig. Also ich hab gar keine Höhenangst. Je höher, desto besser. Okay, ich kann es kaum abwarten. Komm schon. Oh Mann, was ist, wenn ich da oben bin? Dann wird mir auf einmal schlecht und dann muss ich mich auf einmal übergeben. Und dann, oh nein, das wäre ja voll peinlich, wenn ich mich vor Marlene übergeben muss. Oh, ich hoffe, ich mache einfach die Augen zu. Ich hoffe dann, dass mir dann nicht schlecht wird. So, worauf wartest du noch? Lass uns jetzt reingehen. So, ihr 2 Turteltäubchen, einfach mal hier reinspazieren. Setzt euch ganz gemütlich hier rein. Okay, dann mache ich noch die Sicherheitsgurte dran und dann kann es losgehen. Yeah, es geht los! Bist du bereit, Louis? Ich bin bereit. Juhu, wir bewegen uns und wir sind schon hoch. Oh, geht das etwa noch höher? Oh nein, bitte nicht so hoch. Stopp. Yippee! Wie hoch können wir noch? Noch höher. Du Marlene, mir geht's gar nicht gut. Wie meinst du, dass dir geht's nicht gut? Ist dir etwas schlecht oder was? Ja, mir ist ganz, ganz schlecht und ich habe Höhenangst und mir ist mega schlecht und mir ist auch schwindelig. Ich mag gar keine so großen Karusselle. Ich habe ein bisschen Angst. Hilfe! Ach, Louis, das wird schon wieder. Vertrau mir. Also, mach einfach deine Arme hoch und genieß die Fahrt. So wie ich. Du brauchst keine Angst haben. Es passiert doch nichts, wirklich. Probier einfach dran zu denken, dass du ein Vogel bist und der fliegt ganz frei. Und jetzt mach die Arme hoch und entspann dich und ruf einfach mit mir zusammen. Wuhu!
das macht ja auf einmal Spaß. Marleen, du hast recht. Yeah, sag ich doch. Es war doch halb so schlimm, oder? Boah, Marleen, das können wir gleich nochmal machen. Sollen wir nochmal hoch? Wir können auf jeden Fall gleich nochmal fahren. Freut mich total, dass es dir Spaß gemacht hat. Boah, und weißt du, was das Coolste ist, Marleen? Das habe ich alles dir zu verdanken. Ach, ist doch kein Problem. Freut mich, dass du daran Spaß hattest. Und außerdem habe ich das ja dir zu verdanken, weil du hast mich ja hierhin eingeladen. Ja, kein Problem. Das habe ich doch gern gemacht. Ich freue mich aber auch, dass du die Einladung angenommen hast. Ja, gerne doch. Und ich muss sagen, also ich muss zugeben, ich habe mich schon wirklich sehr gefreut, dass du mich gefragt hast, ob wir vielleicht auch nach der Schule am Wochenende was zusammen machen. Ich finde es echt cool. Marleen, ja, ich wollte dich auch noch fragen, also noch eine andere Sache. Willst du vielleicht meine Freundin sein? Deine Freundin? Du hast mich wirklich gefragt? Also, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also, ja, möchte ich, ja, ich würde sehr gerne deine Freundin sein. Boah, was? Du hast ja gesagt, okay, cool, da sind wir jetzt wirklich so ein Pärchen und dann können wir jetzt auch zusammen als Pärchen Skateboard fahren oder noch auf Riesenräder und ganz viele coole Sachen machen. Boah, ich freue mich voll. Ich freue mich auch sehr. Okay, Marleen, dann kann ich dich mal umarmen? Aber natürlich kannst du das. Okay, Louis, und weil du mich so lieb umarmt hast, hier ein Schmatzer. Mua. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Also, Louis, ich muss nochmal sagen, dass ich mich wirklich sehr gefreut habe, dass du mich gefragt hast, ob wir was nach der Schule machen sollen. Und ich freue mich wirklich, mit dir hier zu sein und jetzt deine Freundin zu sein, also deine richtige, feste Freundin. Also, das ist echt cool. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Ich freue mich riesig darüber. Oh Mann, ja, ich freue mich auch und das Coolste ist, dass wir jetzt zusammen sind und dann auch noch bin ich riesenhart gefahren. Dank dir habe ich auch meine Höhenangst überwunden und was ein super Tag. Okay, Louis, ich habe gerade noch einen Anruf bekommen. Ich muss noch schnell ins Krankenhaus. Pass bitte noch auf Lea auf und beschäftige dich mit ihr, ja? Ich weiß noch nicht, wann ich zurück bin, aber ich denke mal in ein paar Stunden. Aber bis dahin ist Mama ja auch wieder da und Hannah auch. Ich wünsche euch viel Spaß. Ja, okay, kein Problem. Danke, Papa. Ich passe schon auf Lea auf. Wir werden uns gut verstehen. Stimmt's, Lea? Ja, spielen mit Louis. Okay, komm, dann lass mal los. Okay, dann wünsche ich euch beiden noch viel Spaß. Bis dann. Ach ja, hätte ich fast vergessen. Ah, Louis, denkst du dran, das Fliegennetz bei Lea im Zimmer wieder dran zu machen? Danke. Louis. Ja, okay, das wird er schon gehört haben. Okay, Lea, hat Papa noch was gesagt? Ich glaube nicht. Lass einfach hoch. Ja, Louis, spielen, in Leas Zimmer. Hat er mich jetzt gehört oder nicht? Ja, egal, ich muss jetzt los. Okay, ich hoffe mal, ansonsten muss ich später noch festmachen. Das war ja auch meine Aufgabe, aber egal. Okay, Lea, ich zeig jetzt, wie man voll cool wird, okay? Also, wenn du voll cool sein willst für später, dann kannst du von mir die besten Tipps und Tricks erlernen. Okay, und ich fange mal an. So, als erst zeige ich dir mal ein paar coole Dance-Moves. Also, da musst du einfach nur so im Kreis drehen. Und dann, wenn du deinen Kreis fast fertig hast, gehst du in Liegestützposition. So, und jetzt musst du den linken Arm unten durch und dann auf dem Rücken drehen. Und dann hast du die Schildkröte. Louis, Schildkröte. Louis, witzig. Nochmal. Ich wusste es, dass ich meine kleine Schwester immer zum Lachen kriege. Und wenn ihr denkt, dass ich der coolste und lustigste bin, dann ist doch alles gut. Okay, so, Lea, jetzt habe ich dir ein paar coole Dance-Moves gezeigt. Worauf hast du denn jetzt Lust? Reiten! Auf Schaukelpferd, Louis! Okay, komm, dann schaukel ich dich ein bisschen an. Und wenn dir das zu schnell wird, dann kannst du einfach sagen, Stopp, Louis, du bist viel zu krass! Nicht aufhören, Louis, anschubsen! Okay, Lea, also willst du jetzt hier ein bisschen mit deinen Spielsachen spielen? Also ich kann da auch gerne mitspielen oder ich lasse dich einfach ein bisschen spielen und ich entspanne ein bisschen, weil ich bin jetzt ganz schön müde vom Tanzen, Fangen, Spielen und Schaukelpferd. Hallo, ich bin wieder zu Hause. Manuel? Ist gar keiner da? Ich meine, dass Hannah nicht da ist, die hatte mir Bescheid gesagt, aber hier ist ja niemand. Hallo? Wo können die denn sein? Vielleicht im Kinderzimmer? Lea spielt so gerne mit Louis. Ja, ich weiß doch. Ja, und ich, Louis spielt auch gerne mit Baby Lea. Ach, wie schön. Louis, du passt ja auf deine kleine Schwester auf. Hallo, Lea. Und wo ist Manuel? Also, wo ist Papa? Ah, ja. Ja, na klar. Wir sind halt das beste Geschwisterduo. Papa musste noch schnell arbeiten und ich habe gesagt, ich passe auf Lea auf.
Ach ja, das ist aber schön, aber puh, hier ist vielleicht eine Luft. Anscheinend habt ihr nur hier gespielt. Kannst du vielleicht mal das Fenster aufmachen, Louis? Ja klar, nein, wir haben auch im ganzen Haus gespielt, aber ja, wir waren hauptsächlich hier drin. Ja, kein Problem, ich mach's gleich auf. Alles klar, und Lea, du kannst ja schon mal mit mir mitkommen. Ihr habt bestimmt Hunger vom ganzen Spielen. Ich wollte was zu essen vorbereiten. Alles klar, Louis, du machst das Fenster auf und wir gehen schon mal runter. Und wir bereiten schon mal für uns alle was vor. Für dich gibt's natürlich auch was zu essen. Okay, ich komm gleich nach, ich mach noch eben das Fenster auf. Okay, einfach, ich glaub, ja, Mama hat schon recht, ich muss einmal komplett aufmachen. Also hier ist wirklich eine stickige Luft drin. Ach, Lea, ich freue mich, dass du so schön mit Louis gespielt hast. Und vor allem bin ich erstaunt, Louis, der hat doch manchmal gar keine Lust auf dich aufzupassen. Und dieses Mal habt ihr so toll zusammen gespielt. Schön. Ja, Lea, spiel mit Louis. Louis ist lieb. So, Kinder, ich hoffe, euch hat dieser kleine Snack geschmeckt. Und eure Energie ist wieder zurück. Eine kleine Stärkung am Nachmittag. Und ich hätte noch eine Kleinigkeit zu erledigen. Ich habe noch ein paar Briefe zu beantworten. Lea und Louis, könnt ihr vielleicht noch ein bisschen weiter zusammenspielen? Ja, klar, gar kein Problem. Aber ich würde sagen, wir spielen diesmal hier unten im Wohnzimmer. Findest du das, Lea? Ja, mit Louis weiterspielen. Oh ja. Das ist wirklich schön. Eine Seltenheit. Sonst gibt es viel zu häufig Streit. Und heute sind die beiden so harmonisch. Schön. Dann kann ich ja meinen Aufgaben nachgehen. So, jetzt sind wir alle da. Aber ich frage mich, wann Manuel von der Arbeit kommt. Boah, hallo Leute. Das hat ein bisschen länger gedauert. Da war noch Notfall im Krankenhaus. Aber jetzt bin ich da. Na, wie war euer Tag? Ich hoffe, ihr habt alle Spaß gehabt. Meiner war etwas stressig. Hey Manuel, psst. Sei mal etwas leiser. Lea ist gerade schon eingeschlafen. Die hat den ganzen Tag mit Louis gespielt. Das war wohl anstrengend. Und jetzt ist die Kleine einfach schon eingeschlummert. Oh, ja. Na gut, dann, ja, also ich bin auch ehrlich gesagt schon ziemlich müde. Sollen wir sofort schlafen gehen? Ja, vielleicht ist das eine gute Idee. Ich meine, es ist schon recht spät. Oder, wie sieht's aus? Wollt ihr noch Fernsehen? Nee, also ich gehe jetzt auch schlafen. Also, das Spielen war mega lustig, aber auch mega anstrengend. Und, wisst ihr was? Ich bringe Lea ins Bett, da müsst ihr euch keine Sorgen drum machen. Komm mit, Lea. Okay, also das ist ja sehr fürsorglich von Louis, dass er auf seine kleine Schwester so Acht gibt. Oh, Sonja, was ist denn mit Louis los? Der ist ja sehr, sehr fürsorglich zum ersten Mal, glaube ich, oder? Ja, Louis ist wie ausgewechselt. Echt eine Seltenheit, aber naja, genießt es. Ich gehe da auch mal ins Bett. Tschüss. Wir sehen uns morgen früh wieder. Gute Nacht. Ja, okay, gut. Dann, Sonja, lass uns auch schlafen gehen. Ich meine, die Arbeit war noch so stressig und ich kann jetzt echt wirklich einen guten Schlaf gebrauchen. Na gut, alles klar. Dann gehen wir jetzt ins Bett. Gute Nacht. Okay, Lea. So, dann noch gute Nacht und schlaf schön und war ein echt lustiger Tag. Vielleicht sollten wir öfter mal zusammen spielen. Also dann wirst du auch so richtig cool, so wie ich. Oh nein. Oh nein, ich habe ganz vergessen, das Fenster zuzumachen. Ich hoffe nicht, dass jetzt irgendwas reingeflogen ist, aber... Naja, ich glaube nicht. Ich meine, es war der erste Sommertag, der so schön warm ist, aber was soll denn hier schon reinfliegen? So, Fenster ist zu. Puh, da haben wir nochmal Glück gehabt. Also das, heute den Tag mit Lea zu verbringen, war schon echt lustig. Also das muss ich auf jeden Fall öfter machen. Vielleicht morgen oder übermorgen. Und wenn Lea älter ist, dann kann sie auch mit meinem Freund mitspielen. Also das wäre voll cool. Ich bin ein richtig cooler, älterer Bruder. So, jetzt ist mal Zeit fürs Bettchen. Was war das denn? Irgendwie juckt's überall. Mann, meine Haut, mein Gesicht, das brennt überall. Oh, was ist das? Und die Summen, wo kommt das her? Sind das etwa Mücken? Aua, alles juckt. Boah, Sonja, wir brauchen unbedingt noch die eine Creme. Haben wir noch was da? Boah, ich weiß nicht, woher die kommen. Also die ganzen Mücken, ich bin so zerstochen. Ich weiß auch nicht, Manuel. Ich habe auch überall Mückenstiche. Ich meine, wir waren extra so vorsichtig und du hast doch überall an die Fenster Mückennetze gemacht. Leute, ich kann nicht schlafen. Stell dich vor, in meinem Zimmer sind ganz viele Mücken. Ja, Hanna, die sind bei uns auch. Aber ich bin auch komplett verstochen. Sonja auch. Oh Mann, was ist denn hier los? Ich wollte doch nur schlafen. Ja, wo kommen die denn her? Ich meine, hat jemand das Fenster aufgelassen? Ey, ich bin überall komplett verstochen. So viele Mücken haben mich gebissen. Und Lea auch. Lea ist aufgewacht. Oh nein, euch hat's anscheinend auch getroffen. Wir sind alle total zerstochen. Diese blöden Mücken. Louis, ich meine, du hast doch das Fenster bei Lea wieder zugemacht nach dem Spielen, oder? Ah ja, das Fenster.
war das dann vielleicht meine Schuld? Da muss ich jetzt was beichten. Ich hab vergessen, das Fenster zuzumachen, aber das war wirklich nur eine Stunde oder so. Ich meine, ich habe das Fenster vorm Schlafengehen wieder zugemacht. Da kann doch nicht so viel passiert sein. Da können doch nicht so viele Mücken reingeflogen sein. Was? Du hast vergessen, das Fenster zuzumachen? Ich hab doch gesagt, du sollst dann das Mückennetz davor vors Fenster machen, Louis. Hast du das etwa auch nicht gemacht? Hä, was? Ich wusste das doch gar nicht. Du hast doch letztens gesagt, du machst alles dran. Nein, bevor ich das Haus verlassen habe, habe ich gesagt, dass du noch das Mückennetz dran machen sollst. Hast du mir etwa gar nicht zugehört? Was? Ich habe gar nichts gehört. Du hast auch gar nichts gesagt. Ich bin mit Lea einfach hoch ins Zimmer gegangen und habe gespielt. Oh Mann, Louis, auf dich ist gar kein Verlass. Das ist doch nicht meine Schuld. Oh Mann, immer bin ich der Böse. Louis, nicht böse. Nicht Louis schuld. Also Leute, es ist mitten in der Nacht. Bitte jetzt mal ein bisschen Ruhe bewahren. Manuel, beruhig dich. Du wolltest doch die Mückennetze anbringen. Ja, Manuel, kannst du nicht vielleicht ins Krankenhaus fahren und eine Salbe für uns alle holen? Es ist so schrecklich mit den Mückenstichen. Ja, das ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Ich meine, habt ihr nicht noch so eine Salbe im Krankenhaus? Und wenn du dann wiederkommst, dann kannst du uns alle verarzten. Und am besten fangen wir auch noch alle Mücken hier im Haus. Und morgen, dann musst du auf jeden Fall das Mückennetz anbringen, Manuel. Ja, okay, ist gut. Ich fahr eben los. Oh Mann, ich wollte doch nur eine Mütze Schlaf nachholen, aber... ja, okay, ich mach das dann. Oh Mann, hopp nicht, beeil dich, Manuel, das juckt so sehr. Louis, schläfst du schon? Ja, ich schlafe. Hörst du das nicht? Naja, dann führst du wahrscheinlich im Schlaf Gespräche. Aber ich wollte nur sagen, es tut mir leid, das war meine Aufgabe und die habe ich an dich abgewälzt und ich wollte mich dann jetzt nochmal bei dir entschuldigen. Hallo, hörst du? Louis, tut mir leid, das war mein Fehler. Ja, das ist aber ganz klar, dass es dein Fehler war. Also, du gibst mir die Schuld dafür, dass du deine Aufgaben nicht machst? Ey, was ist denn da los? Ja, es tut mir leid. Deshalb entschuldige mich auch. Ja, aber auch nicht so laut, die anderen schlafen schon. Und komm jetzt runter, ich creme dich jetzt mit der Salbe, dann juckt das auch nicht mehr so. Komm schon. Kannst du mir vergeben? Na gut, aber auch nur, weil die Mückenstiche so jucken. Oh, da habe ich nochmal Glück gehabt. Ach Sven, also irgendwie war das letztens komisch mit Franziska. Ich meine, ich kenne die ja vom Reiten und plötzlich meinte sie, sie wäre deine Freundin. Boah, nein, ich glaube, sie wünscht, sie wäre gerne meine Freundin. Aber ich war mal mit ihr in der Grundschule zusammen, aber ist schon lange her. Und außerdem waren das nur 2 Wochen. Mach dir keine Sorgen, Hanna. Naja, also, ja, dann ist wieder gut. Dann versuche ich das zu vergessen. Aber ich wollte dich noch was fragen. Ich meine, was willst du mich denn fragen, Hanna? Du hattest mir ja letztens die Muschel geschenkt und da war ja so ein Zettel drin. Und da stand ja drauf, ob wir vielleicht ein Pärchen sein wollen. Also ob wir zusammen sein wollen. Und ich wollte dich fragen, ob du das immer noch möchtest. Ja klar, Hanna. Also ich will gerne mit dir zusammen sein. Und du mit mir? Ja, ich auch mit dir. Hallo, ich will ja ungern stören, aber ich habe Pizza gemacht. Oh, hallo Sonja. Das ist Sven. Hallo Frau Feenstaub, ich bin Sven. Ja, hey Sven, ich kenne dich doch schon. Ich meine, du warst schon ein paar Mal hier bei uns zu Hause. Ich habe Pizza gemacht. Habt ihr beiden auch Lust mitzuessen? Ja, klar, gerne. Ja, wenn das okay ist, dass ich mitesse, dann nehme ich auch ein Stück. Klar ist das okay, Sven. Ich meine, wir sind hier zusammen. Du bist mein Freund. Natürlich kannst du bei uns mitessen. Ist dieser Sven heute bei uns mit? Also, wir haben eigentlich gar nicht so viel Platz am Tisch hier. Ach Mensch, Louis, stell dich doch nicht so an. Danke, ich mag Pizza mega gerne. Ja, schön für dich, aber isst bloß nicht zu viel davon. Die Pizza ist für mich. Louis, muss das sein? Sven ist ein Freund von Hanna, der kann ja wohl bei uns mitessen. Jetzt stell dich nicht so an. Hier ist genug Pizza für jeden und außerdem zur Not mache ich noch eine weitere Pizza. So, jetzt nehmt euch alle was. Oh Mann, Pizza habe ich auch immer zu Hause gegessen. Mit Julian, Emma, Mama und Papa. Hanna, was ist mit dir los? Du guckst auf einmal so erschrocken. Alles gut, also ich muss nur daran denken, dass meine Mama die beste Pizza macht und ja, da habe ich gerade dran gedacht. Auf gar keinen Fall, deine Mama macht auf gar keinen Fall die beste Pizza, das macht nämlich meine Mama. Ich muss mal kurz weggehen. Oh, was war denn jetzt mit Hanna los? Also irgendwie, ich glaube, das war jetzt nicht so das richtige Thema. Oh Mann, die sollst du mir nicht so anstellen. Ich meine, das ist ja nur die Wahrheit, Mama. Du machst die beste Pizza. Ich schau mal eben nach Hanna. Ach Mensch, Hanna ist in letzter Zeit häufiger ziemlich traurig. Ich meine, letztens war ja ihre Mutter da und seitdem habe ich das Gefühl, dass sie vielleicht Heimweh hat. Hey Hanna, ich habe dir ein Stückchen Pizza mitgebracht. Ich hoffe, du willst sie noch essen. Ach,
Ach, Sven, lass ruhig. Mir ist der Appetit vergangen. Hanna, ich bin ja jetzt dein Freund und du kannst mir wirklich alles erzählen. Was ist denn mit dir los? Ach, nichts. Nichts. Komm, Hanna, du kannst mir erzählen. Du vertraust mir doch. Ja, gut, Sven. Also, ich vermisse meine Familie in Playmobil City. Familie Vogel, Julian, Emma, Mama und Papa. Oh, du Arme. Komm mal her, ich nehme dich mal in den Arm. Hey, na, wie war es gestern Abend dann noch so bei dir? Ach, also gestern war Sven bei mir und ich muss euch was sagen. Was denn? Erzähl schon, Hanna. Sven und ich sind jetzt zusammen, also wir sind jetzt ein Paar. Und dann, ach, jetzt fällt es mir wieder ein, dann war das ja gestern Abend noch, dass ich auf einmal so traurig war und jetzt werde ich schon wieder ganz traurig. Hanna, du guckst auf einmal so, was ist denn los? Ach, also alles gut. Hanna, ich meine, du hast doch gesagt, du bist jetzt mit Sven zusammen, ist das nicht schön? Ich muss mal kurz gehen. Oh, also, das sieht irgendwie gar nicht gut aus. Ich meine, ich dachte, sie will mit Sven zusammen sein. Och Mann, irgendwie muss ich in letzter Zeit immer an meine Familie denken und werde dann immer ganz traurig und muss anfangen zu weinen. Hey, guten Morgen. Wisst ihr, wo Hanna ist? Ja, also die war eben noch hier und ist dann auf einmal weggelaufen. Ich glaube, sie hat sogar geweint. Was ist denn los? Hanna hat uns erzählt, dass ihr jetzt zusammen seid. Ja, genau, wir sind jetzt zusammen. Aber das mit dem Weinen, das war auch schon gestern so. Ich glaube, das liegt an ihrer Familie. Also, ich meine, an ihrer Familie zu Hause. Ich glaube, sie vermisst sie. Oh, ja. Ja, aber was meint ihr? Nicht, dass Hanna wieder zurück nach Playmobil City will und dann uns hier verlässt? Oh nein, das fände ich gar nicht gut. Also, ich meine, ich bin jetzt mit ihr zusammengekommen und sie dann wieder zu verlieren, wenn sie geht, das gefällt mir gar nicht. Ja, genau. Hanna ist so eine tolle Freundin. Ich meine, ich verstehe, dass sie irgendwann wieder nach Playmobil City möchte, aber sie soll noch länger bei uns bleiben. Also, wir haben uns hier versammelt, weil wir irgendeine Lösung finden müssen. Hanna ist in letzter Zeit traurig und wir sind ihre Familie und Freunde und wir müssen uns irgendwas ausdenken, um Hanna wieder aufzumuntern. Also, hat irgendjemand vielleicht eine Idee, was wir machen können? Ja, Hanna ist in letzter Zeit öfter traurig, das ist uns auch schon aufgefallen. Also, das ist wirklich gar nicht gut. Vielleicht können wir sie mit irgendwas aufmuntern. Vielleicht eine Party feiern bei uns oder so. Hanna könnte mit mir spielen! Eine Party? Also, ich weiß nicht, ob sie dann auch wieder traurig wird. Vielleicht noch etwas anderes. Was haltet ihr davon, wenn wir einen Hanna-Tag machen? Und dann machen wir von morgens bis abends nur Sachen, die Hanna gerne machen möchte. Ja, also, Fiona, das ist auch eine gute Idee. Also gut, dass Hanna jetzt gerade in der Stadt ist. Noch haben wir ein bisschen Zeit zu überlegen. Vielleicht könnten wir auch alle zusammen in den Wasserpark gehen und Hanna aufmuntern. Hey Leute, ich bin wieder da. Ich war noch kurz in der Stadt. Hanna ist da. Die ist jetzt doch ein bisschen früher da, als wir dachten. Hä, was ist denn hier los? Was macht ihr denn alle hier? Oh, Hanna, mit dir haben wir eigentlich gar nicht gerechnet. Was machst du denn schon so früh hier? Hä? Also, meine Freundin, mein Freund, Familie Feenstaub, warum sitzt ihr hier zusammen alle ohne mich? Das ist irgendwie komisch. Hanna, also... ja, wir wollten hier zu dir kommen und dann warst du halt nicht da und deswegen sitzen wir hier. Ja, genau, ich wollte dich auch besuchen und du warst nicht da und dann habe ich hier einfach gewartet. Ja, genau, so ist das passiert. Hä? Ihr habt doch Geheimnisse vor mir. Ihr habt euch doch hier alle versammelt, um irgendwas zu besprechen. Ihr wolltet über mich reden. Also wisst ihr was? Ihr könnt mit mir persönlich sprechen. Ihr braucht nicht hinter meinem Rücken über mich reden. Das finde ich gar nicht gut. Hanna, warte mal. Also, so ist das nicht. Oh, Hanna sauer? Ey, Hanna, stell dich doch nicht so an. Warte doch jetzt. Bleib mal hier. Also, Leute, mir fällt eigentlich nur noch eine Idee ein. Was haltet ihr davon, wenn wir Familie Vogel einfach zu uns nach Unicorn City einladen? Und die vielleicht hier bei uns Urlaub machen? Das wird Hanna doch gefallen, oder? Ja, die Idee ist richtig gut. Ja, und ich glaube, das wird Hanna sehr gefallen. Und dann lernen wir auch endlich Familie Vogel kennen. Ja, das ist eine sehr gute Idee und ich kümmere mich erstmal wieder um Hanna. Also gut, dann steht der Plan. Dann werde ich mal alles in die Wege leiten und direkt bei Familie Vogel anrufen. Ich weiß noch nicht genau, wie wir das machen sollen, Manuel. Was hältst du davon, wenn wir unser Schlafzimmer einfach umbauen? Ja, das ist eine gute Idee, Sonja. Das können wir so machen. Ich meine, wir könnten ja vielleicht unser Bett dann unten in das alte Spielzimmer räumen.
Hey, was macht ihr da? Wollt ihr umbauen? Ah, Louis, gut, dass du da bist. Du kannst direkt mit anpacken. Und wir wollen das Bett unten ins Spielzimmer stellen, weil wir werden in Zukunft ein bisschen mehr Platz hier brauchen. Ah, für den Besuch oder was? Oh nee, ich habe jetzt keine Zeit. Hui, hui, Lea will hüpfen. Lea, jetzt kannst du erstmal nicht mehr hüpfen. Manuel, halt das Bett richtig fest. Ich glaube, es rutscht weg. Hä, was ist denn da vorne so laut? Was machen die da? Sonja, Manuel, was macht ihr? Warum tragt ihr denn euer Bett runter? Ah, Hanna, wir brauchen einfach eine kleine Veränderung im Haus. Sonst nichts. Hanna, Besuch! Hm? Was für ein Besuch denn? Psst, Lea, du sollst ja nichts verraten. Nee, Hanna, kein Besuch, gar nichts. Ist einfach nur, umdekorieren. Also, dieser Raum ist größer, als ich so dachte. Ich meine, unser Bett passt hier gut rein. Da drüben stellen wir dann noch den Schrank hin. Ja, ich glaube, das wird richtig schön. Naja, schön ist was anderes. Ich meine, ihr seid ja direkt unter mir. Und, Mann, da kann ich jetzt nicht mehr so lange Minecraft zocken, weil dann kriegen die alles mit. Oh Mann, und man kann sogar von hier unten in mein Zimmer reingucken. Oh nee, und vor allem ausgerechnet Mama und Papa wäre besser, wenn die Gäste da unten wären, weil da wäre mir egal, was die dann machen oder sehen. Ah, Lea, sollen wir vielleicht Zimmer tauschen? Nein, Louis. Also, ich meine, das sind jetzt schon Umbauarbeiten genug. Ihr werdet jetzt nicht noch eure Zimmer tauschen. Mir reicht's jetzt erstmal. Hä? Also, ihr wollt jetzt hier schlafen und was ist dann oben? Ist dann oben das Zimmer frei? Hanna, wollen wir Zimmer tauschen? Du kannst in mein schönes Zimmer und ich gehe in dein Zimmer. Also nur so. Nein, ich will nicht mit dir Zimmer tauschen. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Warum haben die mir das denn nicht erzählt? Ich meine, die wissen doch, dass ich mega gut im Dekorieren bin. Ich hätte mir doch auch was einfallen lassen können. Und hier oben ist jetzt komplett frei. Ich meine, das ist auch ein schönes Zimmer. Man kann schön weit gucken aus den Fenstern. Vielleicht sollte ich nach hier oben ziehen. Aber ich verstehe überhaupt gar nicht, warum jetzt hier umgebaut wird. Okay, puh, die sind ganz schön schwer, diese Matratzen. Sonja, was machst du denn? Was ist das? Oh, Hanna, ich wusste nicht, dass du hier hochgegangen bist. Ja, unser altes Schlafzimmer. Schau es dir an. Sonja, was hast du da? Was sind das für Matratzen? Matratzen? Welche Matratzen? Ach so, die Matratzen. Ja, die habe ich in der Garage gefunden. Und ich dachte, wenn das Zimmer jetzt hier oben frei ist, dann kann ich die hier doch lagern. Und jetzt, Hanna, vielleicht solltest du lieber in dein Zimmer gehen. Du musst doch bestimmt Hausaufgaben machen, oder? Ja, ich gehe ja schon. Alle verhalten sich echt merkwürdig. Oh, Mama, ist bestimmt voll krass mit dem Besuch, oder? Louis, welcher Besuch? Wir bekommen keinen Besuch, das weißt du doch. Ich verstehe gar nichts mehr. Ich gehe einfach. Was? Besuch? Kein Besuch? Keine Ahnung. Warum verhalten die sich alle so komisch? Die kommen mir vor, als hätten die Geheimnisse vor mir. Aber vielleicht hat Sonja recht. Ich mache einfach meine Hausaufgaben und ich störe mich nicht dran. Ich meine, ein bisschen Chaos ist hier immer. Und vielleicht hat es gar nicht mit mir zu tun. Sag mal ein paar Vorschläge fürs Essen. Also wir müssen auf jeden Fall noch Essen einkaufen und dann noch was kochen. Was meint ihr, was dem Besuch sehr gut schmecken würde? Also ich wollte auf jeden Fall einen großen Kuchen backen. Dann können wir alle ein Stück Kuchen essen, wenn die anderen da sind. Ja, ich hätte ganz viele Ideen. Also Pizza, Burger, Pommes und natürlich ganz viel Eis und Süßigkeit. Darf ja nicht fehlen. Also der Nachtisch darf ja nicht fehlen. Hey. Babybrei. Haha, Lea. Ja, also ich glaube nicht, dass der Besuch Babybrei so gerne isst. Aber die anderen Sachen auf jeden Fall, die können wir ja kochen. Also welchen Kuchen soll ich denn machen? Wollen wir Schokoladenkuchen machen oder vielleicht einen Marmorkuchen? Oder ein Käsekuchen. So, die Hausaufgaben habe ich jetzt erledigt. Mal schauen, was die anderen jetzt so machen. Hm, die sind schon wieder alle zusammen in der Küche und am Tuscheln. Was geht's denn da? Okay, die stehen da irgendwie und unterhalten sich über Essen. Jetzt stehen sie alle vorm Backofen. Was soll das denn? Am besten bleibe ich einfach hier in meinem Zimmer. Ich habe das Gefühl, die wollen mich überhaupt gar nicht mehr da haben. Bin irgendwie auf einmal das fünfte Rad am Wagen. Obwohl, ich guck noch mal. Ich bin schon ein bisschen neugierig, was da los ist. Haben die wohl Geheimnisse vor mir? Okay, wir müssen auch noch darüber reden, was wir alles unternehmen wollen. Oh ja, ein großer Ausflug. Ja, was hält ihr davon, wenn wir alle gemeinsam in den Wasserpark gehen? Oder in den Tierpark? Oder vielleicht hat ja der Besucher auch eine gute Idee. Oder vielleicht möchte er irgendwas sehen. Okay, jetzt sitzen sie alle da drüben und sind am Reden. Sonst fragen die mich immer, ob ich mich mit dazusetzen will, ob wir vielleicht gemeinsam fernsehen oder so. Und jetzt sitzen sie einfach da und reden alleine. Also, ich fände auch total schön, wenn wir einfach ein bisschen durch die Stadt gehen, wenn wir unser Einkaufszentrum zeigen würden und vielleicht Hannas Schule.
Was? Auf gar keinen Fall. Also wir gehen definitiv nicht zur Schule. Ich meine, wir haben ein paar coole Sehenswürdigkeiten hier, aber die Schule doch nicht. Also, es ist auf jeden Fall so, dass die irgendwelche Geheimnisse vor mir haben und mich anscheinend nicht dabei haben wollen. Aber das werde ich nicht mit mir machen lassen. Ich bin Hannah Vogel und ich bin eine Detektivin und ich werde jetzt rausfinden, was hier los ist. Erst das Zimmer oben und dann ziehen Manuel und Sonja auf einmal nach unten. Dauernd sehe ich die sprechen und sie holen mich nicht mit dazu. Was stimmt denn da nicht? Ich werde mich einfach hier dran vorbeischleichen und dann schaue ich mir oben das Zimmer nochmal an. Irgendwas hat Sonja doch da gemacht. Ja, nee, also zur Schule müssen wir auch nicht unbedingt. Was ist, wenn wir ihnen ein bisschen einfach so die Stadt zeigen? Okay, die sind anscheinend so beschäftigt, dass sie mich gar nicht gesehen haben. Hallo, Hannah! Hey, psst, Lea, psst. Ruhe, du hast mich nicht gesehen. Okay, die haben mich wirklich nicht bemerkt, obwohl Lea mich sogar gesehen hat. Aber die sind so beschäftigt. Jetzt werde ich mir erstmal anschauen, was Sonja hier oben gemacht hat. Die hat so getan, als wollte die da einfach nur irgendwas lagern und als würden die einfach so nach unten ziehen. Aber das hat bestimmt alles einen Grund. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Das ist ja alles hergerichtet. Wir haben den Raum komplett umgebaut. Hier ist ein Fernseher, Deko, Pflanzen. Ein Fernseher? Den hat die doch hier nicht gelagert. Das ist doch der Fernseher von Manuel und Sonja. Was macht der denn hier im Raum? Und 1, 2, 3, 4 Matratzen und Decken und Spielzeug. Und da steht sogar schon was zu trinken in einer Karaffe. Ich glaube, ich weiß, was es ist. Bestimmt kommen noch mehr Austauschschüler aus anderen Städten. Und Manuel und Sonja lassen die alle hier in diesem Raum schlafen. Und vielleicht wollen sie mich hier nicht mehr und wollen mich dann nicht mehr da haben. Ich dachte, ich gehöre zur Familie. Also 4 Austauschschüler. Oder vielleicht haben die nicht irgendwas auch mit Besuch gesagt. Aber wer soll denn hier hinkommen als Besuch? Auf jeden Fall wollen sie, dass ich damit nichts zu tun habe. Die haben das vor mir verheimlicht. Das hätten die mir auch mal erzählen können. Leute, habt ihr gehört? Es hat geklingelt. Also, es geht los. Boah, wie aufregend. Also, boah, ich freue mich schon auf den Besuch. Boah, ich kann es kaum abwarten. Naja, mal schauen, wie die so drauf sind. Wenn die so langweilig sind wie Hannah, dann wird es eine sehr, sehr lange Zeit. Ach Mann, irgendwie bin ich traurig. Ich meine, Manu, Sonja, Louis, Lea, die haben alle Geheimnisse von mir und die wollen mich nicht mehr dabei haben. Die sind ständig am Tuscheln. Und irgendwie ist das alles blöd. Hallo zusammen. Herzlich willkommen bei der Familie Feenstaub. Kommt rein. Kann ich euch Gepäck abnehmen? Ach ja, hallo. Vielen Dank für die herzliche Begrüßung. Wie aufregend. Ach, schön, dass wir endlich da sind. Ich war ja schon vor kurzem da und jetzt endlich mit der ganzen Familie. Was ist das denn hier? Oh Mann, was ist das denn hier? Das sieht ja fast so aus wie bei uns. Außer, dass es bei uns viel schöner ist. Julian, wir hatten das doch besprochen. Du sollst dich doch hier benehmen bei Familie Feenstaub. Ach, ich find's schön, dass ihr alle da seid. Also, Claudia, wir haben uns ja letztens schon kennengelernt. Und ja, ich bin Sonja, das ist mein Mann Manuel und meine Kinder Louis und Lea. Fühlt euch wie zu Hause. Naja, fühlt euch nicht ganz so wie zu Hause. Das ist immer noch unser Zuhause. Und bitte fasst nicht so viele Sachen an. Danke. Ach Mensch, Louis. Auch ich hab dir gesagt, dass du dich benehmen sollst, wenn wir Besuch haben. So, kommt gerne erstmal alle mit. Das Wohnzimmer ist da drüben. Und ich werde jetzt mal Hannah aus ihrem Zimmer holen. Die wird Augen machen. Hä, wo ist Hannah denn hin? Ich meine, die war doch eben noch hier. Ist sie irgendwie noch mal rausgegangen? Ist sie verabredet? Komisch. Okay, ich mache erstmal den Sofa-Check. Oh, man kann hier auch so gut hüpfen wie bei uns zu Hause. Ich springe auch immer zuerst auf Sofas rum. Sollen wir vielleicht eine Sofa-Challenge machen, wer am weitesten hüpfen kann? Lea! Also ich bin immer Vogel. Ah, das ist schön zu sehen, dass sich alle gut verstehen. Aber nur Hannah fehlt noch. Also, Hannah ist nicht in ihrem Zimmer. Ich weiß überhaupt nicht, was los ist. Och Mensch, wo könnte unsere Hannah denn sein? Ich meine, wir sind so weit gereist. Wir vermissen Hannah. Wir wollen sie endlich wiedersehen. Mama, ja, wir wissen nicht, wo Hannah ist. Uns ist das auch egal. Wir gehen einfach hoch ins Zimmer. Wir machen eine richtig coole Challenge. Julian, und bitte nicht wieder alles durcheinander bringen. Louis, das gilt auch für dich. Julian, hier kann man auch voll gut drauf hüpfen. Probier das mal aus. Das ist die beste Couch, auf der man hüpfen kann. Boah, das ist das gleiche Bett, das ich auch habe. Also voll cool. Ich muss sagen, dein Geschmack, der gefällt mir. Jetzt ist es in Louis' Zimmer auf einmal so laut. Hat er etwa Besuch? Ich gehe, glaube ich, mal rüber. Vielleicht weiß er irgendwas, was das alles soll mit diesen Matratzen und
warum die ständig ohne mich irgendwelche Besprechungen machen. Du Louis, ich habe da mal eine Frage. Oh mein Gott, ich glaube, ich träume. Ich träume. Julian? Julian, bist du's? Na klar, wer soll's denn sonst sein? Ich meine, Mama, Emma und Papa sind auch unten. Und wir bleiben jetzt hier ein paar Tage. Was? Mama und Papa sind auch da? Und Emma? Oh Mann, ich freue mich so. Dann war das alles eine Überraschung für mich. Hallo Hannah. Schön, dass du dich auch über mich freust. Okay, und weg ist sie. Oh Mann. Egal. Mama, Papa, Emma, seid ihr wirklich da? Oh Mann, ihr seid wirklich da. Ich freue mich so. Hannah, wir freuen uns auch. Komm, lass dich drücken. Hannah, hallo. Oh Mann, ist das cool. Also, ich glaube, die Überraschung ist wirklich geglückt. Und jetzt haben wir erstmal Familie Vogel für ein paar Tage hier. Ich glaube, das wird spannend. Leute, seid ihr schon gespannt? Heute ist ja wieder Schüler versus Lehrer. Ich freue mich schon total. Ja, ich freue mich auch schon, aber was werden wir denn heute spielen? Ich weiß auch nicht, aber es wäre total cool, wenn wir ein großes Spiel spielen würden, wie Monopoly zum Beispiel. Oh, ich kann es überhaupt nicht fassen. Louis hängt immer noch mit Marlene ab. Schaut euch das mal an, wie die da lachen. Oh, und die stehen voll nah beieinander. Hey Ben, na, alles klar? Ja, voll. Ich frage mich echt, was wir heute spielen. Ich meine, die Direktorin hat noch gar nichts gesagt. Endlich wieder Schüler versus Lehrer. Heute ziehen wir die Lehrer richtig ab und dann fragen wir, wenn wir gewinnen, ob wir dafür einen Tag schulfrei bekommen. Also, wenn Sie mich fragen, dieses Schüler versus Lehrer, das sollten wir eigentlich nicht mehr so häufig machen. Und zwar geht davon so viel Lernzeit ab und die Schüler leiden darunter. Das finde ich gar nicht gut. Naja, Frau Pink, aber ein bisschen Abwechslung ist doch immer gut. Paula, weißt du das doch gar nicht? Die beiden sind jetzt ein Paar, also Marlene und Louis. Bitte was? Seit wann das denn? Also ganz genau weiß ich das auch nicht. Also ich kenne jetzt nicht ihr Datum, wo sie zusammengekommen sind. Aber Louis war irgendwann mit ihr unterwegs, naja, und dann hat er gesagt, sie ist seine Freundin. Oh mein Gott, ich dachte immer, naja, hat er mich so schnell vergessen? Hannah, war Louis erst mit Paula zusammen und jetzt mit Marlene? Wer will denn ihn überhaupt haben? Ach, komm schon, Sven. Ich meine, Louis ist schon ziemlich nervig, aber er ist auch ganz nett. Also er hat auch nette Seiten. Ja, die würde ich gerne mal sehen, aber leider habe ich sie noch nicht mitbekommen. Oh mein Gott, jetzt halten die auch noch Händchen. Das will niemand sehen. Oh, die stehen auch noch so nah beieinander. Und ich meine, mit mir hat Louis hier nie Händchen gehalten in der Schule. Oh Mann, die arme Paula. Also ich glaube, wir müssen uns ein bisschen um sie kümmern. Die ist echt ziemlich geknickt wegen der Sache mit Louis. Hey Paula, ich meine, heute vergessen wir einfach mal die Jungs und nur wir Mädels machen was Cooles zusammen. Hast du Lust, mitzukommen? Ja, okay, ja. Also die Direktorin, die lässt sich heute ja ganz schön viel Zeit. Eigentlich sollten wir uns um 11 Uhr alle hier treffen und jetzt ist es schon 11:15, also wisst ihr, was mit der Rektorin los ist? Ganz meine Rede, Herr Maritim. Also wenn es jetzt nicht langsam hier losgeht, dann schnappe ich mir die Schüler und dann werde ich wieder ganz normalen Unterricht starten. Wir können nicht so lange eine Pause machen. Das geht nicht. Oh Mann, wann geht's endlich los? Also das dauert hier viel zu lange. Alle mal herhören. Ich bin jetzt da. Es kann jetzt gleich losgehen. Schüler versus Lehrer. Also es hat etwas länger gedauert, aber unser Hausmeister hat was Tolles für uns aufgebaut. Und ja, es ist eine Überraschung für euch. Kommt alle mit. Und dafür müsst ihr mir alle einmal folgen. Das findet nämlich nicht hier statt, sondern auf dem Schulhof. Ich würde mal sagen, seid ihr alle bereit? Ja! Hey. Juhu! Lass losgehen! Ja! Ach, na endlich! Also die hat sich ja wirklich heute Zeit gelassen. Oh, also ich hatte schon beinahe meine Lernunterlagen wieder rausgeholt. Ja, Frau Pink, aber jetzt kann es ja losgehen. Also immer mit der Ruhe. Immer mit der Ruhe. Das hat sich wohl der Hausmeister auch gedacht, als er dieses Spielfeld da aufgebaut hat. Das hätte der mal ruhig ein bisschen schneller machen können. Also, bevor wir rausgehen, hat jemand Lust zu raten, welches Spiel heute ansteht? Hier, nehmen Sie mich dran. Ich habe da eine Idee. Ach, Frau Pink, Sie müssen hier doch nicht aufzeigen. Wir sind nicht im Unterricht. Sagen Sie doch einfach, was Ihre Idee ist. Also, meine Vermutung ist ein großes Schachbrett. Darüber würden sich die Schüler sicher freuen. Oder alternativ Mühle oder Begemmen. Nein, wir sind hier nicht 1980. Also, was Frau Pink da so vorschlägt? Nein. Bestimmt Hide and Seek draußen mit allen. Oh, Hide and Seek wäre voll cool. Oder was noch cool wäre,
Eine Wasserballschlacht. Das Wetter ist ja jetzt besser geworden. Aber lass uns jetzt der Rektorin folgen. Dann werden wir es ja gleich schon sehen. So, dann frage ich jetzt nochmal. Kann jemand erraten, welches Spiel das ist? Kennt ihr dieses Spiel vielleicht? Oh, das sagt mir gar nichts. Also ein Schachbrett ist das nicht. Was ist das denn da für ein Hügel? Oh mein Gott, ja, ich weiß, was das für ein Spiel ist. Das ist so cool. Das ist doch Lotti Karotti. Oder wie dieses Spiel mit dem Hasen heißt. Boah, Justin, schau mal, das ist Lotti Karotti. Wir sind richtig gut da drin. Wir werden auf jeden Fall gewinnen. Also erstmal ein großes Dankeschön an unseren Hausmeister. Der hat das alles für uns aufgebaut. Vielen Dank. Also, Frau Rektorin, mir sagt das hier gar nichts. Wie gehen denn die Spielregeln? Immer mit der Ruhe. Ich werde jetzt gleich die Spielregeln erklären. Und alle werden dieses Spiel verstehen, da bin ich mir sicher. Oh Mann, Frau Pinky ist ja eine ziemliche Spaßbremse. Also gut, aufgepasst. Ihr bildet gleich Zweierteams. Also ihr sucht euch einen Partner. Einer von beiden würfelt und der andere ist auf dem Spielfeld und geht. Anstatt Karten zu ziehen, habe ich hier diesen großen Würfel organisiert. Und wer als erstes ans Ziel kommt, der gewinnt. Entweder ein Schüler oder eben ein Lehrer. Ach ja, und ich habe noch eins vergessen. Nach jedem dritten Würfeln wird einmal oben an der Karotte gedreht. Naja, und was dann passiert, werdet ihr sehen. Du Sven, wollen wir vielleicht zusammen in ein Team? Na klar, Hannah. Ich will doch mit niemandem lieber in ein Team als mit dir. Yeah, Justin, lass uns an der Karotte drehen, okay? Ja, okay, alles klar. Du Louis, ist okay, wenn ich mit jemand anderem in ein Team gehe? Ja, okay, das wundert mich jetzt ein bisschen, aber okay, dann gehe ich mit Marlene in ein Team. Aber mit wem willst du denn zusammenspielen? Du Paula, lass uns doch ein Team bilden. Wir können doch zu zweit zusammenspielen. Also eigentlich spiele ich das Spiel immer mit meinem Bruder Ben und wir sind da richtig gut. Ich glaube, ich will ihn fragen, ob wir in ein Team gehen. Hey Leute, ich wollte mal fragen, ob wir in ein Team gehen. Ja klar, lass uns zusammenspielen. Paula, ich wollte eigentlich gar nicht mit dir in ein Team, sondern Leonie, wollen wir zusammenspielen? Also das wundert mich zwar jetzt ein bisschen, aber ja, wir können gerne in eine Gruppe gehen. Oh, das ist jetzt ja wohl nicht ernsthaft. So, jetzt ist auch noch mein Bruder nicht mit mir in einer Gruppe. Och Mann, alle sind gegen mich. Ach Quatsch, keine Sorge. Wir sind ein Team und wir werden gewinnen. Also gut, ich hoffe, ihr Kinder habt euch jetzt in Zweiergruppen gefunden und jetzt sind die Lehrer dran. Also Herr Maritim, Sie sind bestimmt gut in diesem Spiel. Wollen wir vielleicht ein Team bilden? Nein, danke. Ich frag die Frau Rektorin. Das finde ich jetzt aber schon ein bisschen unhöflich. Aber na gut, dann frage ich einfach den Herrn Ritter. Herr Ritter, wollen wir vielleicht ein Team bilden? Ja, okay, also wir zwei bleiben dann ja noch über. Frau Rektorin, hätten Sie Lust, mit mir in einer Gruppe zu sein? Ach, gerne, Herr Maritim. Okay, Leute, es geht jetzt langsam los. Wer möchte zuerst würfeln? Wir würden gerne zuerst würfeln, hier. Okay, dann fange ich mal an zu würfeln. Und Hannah, ich habe eine 2 gewürfelt. Jetzt darf Hannah 2 Felder nach vorne gehen. Oh ja, ich bin da auf dem 2. Feld. So, jetzt die Nächsten bitte. Hallo, hier, wir sind die Nächsten. Alles klar, ich würfel für uns. Es ist eine 4. Ja, voll gut, eine 4 ist richtig hoch, dann können wir vielleicht gewinnen. Hannah, Achtung, Platz da, wir haben eine 4. Ich muss an dir vorbei. Yeah, auf der 4. Okay, jetzt sind wir dran. Okay, Marlene, drück mir die Daumen, dass ich eine hohe Zahl würfel. Moment mal gerade. Jetzt sind ja wohl die Lehrer mal dran. Aus dem Weg. Schüler versus Lehrer. Also, jetzt sind die Lehrer mal dran. Weg da, Louis. Und Herr Ritter, würfeln Sie bitte. Frau Pink ist ein bisschen grob zu den Kindern, aber na gut. Also, ich würfel dann mal. Und versuchen Sie gefälligst, eine sehr große und hohe Zahl zu würfeln. Oh Mann, okay, ich gebe mein Bestes. Schauen Sie, Frau Pink, ich habe eine 3. Naja, Herr Ritter, ich hätte da ein bisschen mehr erwartet, aber immerhin. Also gut, aus dem Weg. Ich muss auf das 3. Feld. Weg da. Aha, wir sind anscheinend auf Platz 2. Vor mir ist jemand und hinter mir ist jemand. So, nicht vergessen, nach dem 3. Würfeln muss einmal die Mohrrübe gedreht werden. Justin, Moritz? Yeah, das ist unsere Aufgabe. Komm, Justin. Okay, Moritz, du musst Feste drehen. Feste. Hä? Was passiert denn jetzt? Warum drehen die denn da? Also, was war das denn? Ein Kind hat mich geschubst. Also, Frau Schulleiterin? Oh Mann, das ist ja wohl ein Punkt für die Schüler. Ja, die ist voll hingefallen. Ich hoffe, die hat sich nicht verletzt.
Also wehgetan habe ich mir nicht, aber das kann ja wohl nicht sein, dass wenn die Lehrer schon hier auf Platz 2 sind, dass sie auf einmal weggeschubst werden. So nicht, meine lieben Schüler. Ach, Frau Pink, die Schüler waren das nicht. Das ist das Spiel. Lotti Karotti, der Maulwurf hat sie weggeschubst. Also das haben sie vorher nicht angekündigt. Welcher Maulwurf? Tja, da hätten sie wohl zuhören müssen. Also, tja, vielleicht nicht immer beschweren und mit den anderen Lehrern quatschen. Dann hätten sie das auch mitbekommen. Also, das finde ich jetzt wirklich eine Frechheit. Also da mache ich nicht mehr mit. Das ist mir echt zu doof. Ach, Frau Pink, jetzt beruhigen Sie sich doch wieder. Das ist doch nur ein Spiel. Also Lotti Karotti, das ist ein Hase und man dreht an der Mohrrübe und da kommt eben ein Maulwurf raus. Ist doch alles halb so wild. Also ich werde mich hier definitiv nicht vor den Schülern blamieren und mich von einem Maulwurf schubsen zu lassen. Das geht mir zu weit. Boah, das gefällt Frau Pink wohl gar nicht, wenn sie am Verlieren ist, hä? Also da muss sie mal ein bisschen selber aufpassen, hä? Okay, dann sind wir jetzt dran. Ich würfel mal. Wow, schau mal, eine 5. Marleen, du kannst 5 Schritte nach vorne gehen. Okay, ich lasse dich vorbei, Marleen. Bitte was? Jetzt ist sie auch noch vor mir und gewinnt womöglich mit Louis zusammen? Also das passt mir gar nicht. Oh Mann, das ist so eine Frechheit. Ich bin so sauer, ich könnte platzen vor Wut. Also, mir reicht's. Ich hab's schon gesagt. Ich werde das Ganze hier abbrechen und ich mach nicht mehr mit. Sie müssen ohne mich weiterspielen. Pech gehabt. Ach Mensch, Frau Pink, seien Sie doch kein Spielverderber. Bleiben Sie doch bitte hier. Oh, na gut, und weg ist sie. Also, ja gut, vielleicht hatte ich das mit dem Maulwurf nicht erklärt, aber na, so schlimm war das jetzt auch wieder nicht. Also, liebe Schüler, es tut mir leid, es ist kein Schüler versus Lehrer mehr, sondern, naja, einige Lehrer, eine Lehrerin hat keine Lust mehr mitzumachen und deswegen könnt ihr jetzt frei jeder gegen jeden spielen. Oh, das ist auch ziemlich cool, ja. Also ich finde es eigentlich noch viel besser. Jetzt haben wir ganz viel Spaß und es ist kein Wettkampf mehr. Ich meine, die Schüler gewinnen auf jeden Fall. Ach ja, Mama und Papa, Julian und Emma sind ja da. Ich freue mich so. Ich werde direkt nach oben gehen und sie begrüßen. Und vielleicht unternehmen wir heute irgendwas richtig Cooles. Ach, guten Morgen, Hannah. Du bist aber schon fröhlich und schon wach. Ja, Sonja, ich freue mich so, dass meine Familie da ist. Ich wollte mich auch noch mal bei dir bedanken. Danke, dass ihr das organisiert habt, dass Familie Vogel hier nach Unicorn City kommen konnte. Danke. Ach, Hannah, das haben wir doch gerne gemacht. Wir haben in letzter Zeit gemerkt, dass du oft etwas traurig warst und dachten, das wird dir sicher gut tun, wenn Familie Vogel mal ein paar Tage hier bei uns ist. Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Und ich bin jetzt oben bei meinen Eltern, bei meiner Schwester und meinem Bruder. Guten Morgen alle zusammen. Hallo, seid ihr schon wach? Psst, Hannah, nicht so laut. Emma und Mama sind noch am Schlafen. Oh, ach, guten Morgen. Oh nein, ich bin nicht mehr am Schlafen. Moment mal, wo ist denn Julian? Oh ja, stimmt, Julian ist gar nicht da. Wo könnte Julian denn sein? Also, ich werde mal direkt nach Julian sehen. Ihr könnt ja noch ein bisschen entspannen. Bis gleich. Also, ich kann mir schon vorstellen, wo Julian ist. Der hat sich mega gut mit Louis verstanden. Bestimmt sind die beiden schon wieder am Blödsinn machen. Also, vielleicht sind sie am Hüpfen oder vielleicht am Zocken oder Skateboard fahren. Das sieht mir so aus, als ob Louis noch schläft. Komisch. Also, wenn Julian nicht im Schlafzimmer ist und auch nicht bei Louis ist, wo könnte der denn sonst sein? Vielleicht unten? Oh Mensch, Sonja, was macht denn dieser Junge um diese Uhrzeit in unserem Pool? Ja, Manuel, das habe ich mich auch schon gefragt, aber ich weiß nicht, also der wollte unbedingt in den Pool, der hat sich richtig an mir vorbeigedrängelt. Hey, hallo Manuel, hey Sonja, ich suche Julian. Hanna. Wir reden gerade auch über Julian. Der ist schon draußen im Pool. Oh, stimmt. Da hätte ich auch drauf kommen können. Ist ja wohl klar. Julian Vogel, wo soll der sonst sein? Natürlich im Pool. Hey, Julian, guten Morgen. Mann, ich habe dich schon überall gesucht. Und man muss auch sagen, der Pool ist nicht so schlecht. 2+. Ja, die Note 2+ bekommt er von mir. Ach, Julian, ich habe dich irgendwie ziemlich vermisst. Komm, lass dich mal umarmen. Hanna, nein, vergiss es. Ach Julian, erzähl doch mal, was gibt's denn so für Neuigkeiten in Playmobil City? So an sich eigentlich nichts Neues. Obwohl, Pia, deinem Kaninchen, der geht's ganz gut. Und deiner Freundin natürlich auch. Ah,
Ach, stimmt, Pia. Ich vermisse Pia. Und meine beste Freundin natürlich auch. Und, was gibt's sonst so? Ich meine, was machen so Dave und Philipp vielleicht? Ja, die beiden, die sehe ich ab und zu in der Schule. Die haben auch beide eine neue Freundin. Also, ich glaube, sie haben sich schon vergessen. Ach Mann, Julian. Na, also vergessen bestimmt nicht. Wir sind doch immer noch Freunde. Ach ja, und ich wollte dir noch was erzählen. Hier gibt's einen richtig coolen Aquapark hier in Unicorn City. Was? Und da sagst du mir es jetzt? Lass sofort dahin. Oh Mann, ja, ich habe nicht dran gedacht, dir das vorher zu sagen. Aber vielleicht ist es gar keine schlechte Idee, dass wir heute alle zusammen in den Wasserpark gehen. So, sind wir dann alle vollzählig? Wir wollen ja alle los ins Schwimmbad. Naja, vollzählig nicht. Wo ist denn Julian jetzt schon wieder? Hallo, hier bin ich. Könnt ihr mich nicht sehen? Doch, Julian, ich sehe dich. Aber du hast doch wohl mitbekommen, wir wollen jetzt alle zusammen los ins Schwimmbad. Komm da raus. Jetzt bist du doch schon wieder komplett nass. Oh. Hä, wieso denn? Ich habe mir noch eine trockene Badehose angezogen. Oh, ja. Ja, die ist jetzt wieder nass. Upsi. Herr Julian, willst du jetzt wirklich so in Badehose mit ins Auto steigen? Ja, das wollte ich auch gerade fragen. Julian, willst du dich nicht anziehen, so wie alle anderen auch? Nö, wieso denn? Da muss ich mich da nicht umziehen. So spare ich ganz viel Zeit und kann ganz lange im Wasser bleiben. Boah, ja, das ist voll die gute Idee. Das mache ich auch. Bin gleich wieder da. Ach, Louis, wo willst du denn jetzt hin? Ja, ja, irgendwann geht's gleich hoffentlich los. Vater, aber nicht ohne mich. Bin gleich wieder da. Ich beeil mich, wirklich. Ach, das kann ja ein spannender Ausflug werden. Also gut, habt ihr alle eure Sachen? Dann fahren wir jetzt los in den Wasserpark. Ja, ich hab alles. Ja, wir haben auch unsere Tasche. Und ich bin auch wieder da. Na, dann kann's mal losgehen. Ach, das ist wirklich ein schöner Wasserpark. Aber wo sind denn jetzt alle? Ja, Claudia, das habe ich mich gerade auch schon gefragt. Das ist immer ein drunter und drüber mit meiner Familie im Wasserpark. Manuel, schau mal, die Rutsche, die sieht voll cool aus. Sollen wir da hoch? Sollen wir auch rutschen? Ja, das ist eine echt coole Rutsche. Lass da sofort drauf. Wir werden auch heute richtig Spaß haben. Schau mal, Julian, das ist die coolste Rutsche hier bei uns im Wasserpark. Die musst du unbedingt ausprobieren. Ach, war ja klar. Die sind alle schon da oben auf der Rutsche und wir warten hier. Ich dachte, die sind noch in der Umkleidekabine. Ja, und unsere Kleinen sind da drüben im Kinderbecken. Immerhin. Also, ich glaube, die sind ganz gut beschäftigt. Lea, spielen mit Emma. Ja, du hast ja noch Schwimmflügel. Ich kann dir Schwimmen beibringen. Boah, jetzt mit Vollgas runter. Und ich direkt hinterher. Leute, Julian, Louis, der Oktopus ist doch auf Rot. Ihr dürft doch nicht rutschen. Achtung, Platz da. Jetzt kommt Julian Vogel. Aus dem Weg. Oh Mann, typisch Julian. Yeah, das macht mega Spaß. Woo! Schneller. Also ich werde mich hier auf jeden Fall an die Regeln halten. So, der Oktopus ist grün, dann darf ich jetzt rutschen. Boah, jetzt aber schnell hoch. Als nächstes bin ich dran. So, aufgepasst. Jetzt geht die Rutschpartie los. Du Manuel, bei uns in Playmobil City, da haben wir auch so einen Aquapark mit so einer coolen Rutsche und wir machen einmal einen Rutschenstau. Ja, Martin, das klingt nach voll viel Spaß. Leute, kann ich da auch mitmachen? Was habe ich da gehört? Ein Rutschenstau? Ich mach da mit! Leute, ihr wisst, es gibt keinen Rutschenstau ohne Julian Vogel. So, aus dem Weg. Und ich führe den Rutschenstau an. Aus dem Weg, Papa. War ja klar, dass du als erstes rutschen möchtest. Ja, und ich bin hinter Julian. Oh nein, ihr wollt doch nicht wirklich einen Rutschenstau machen. Ach Mann, die haben ja allen Spaß. Also, ich find's immer ganz schön, wenn wir hier in der Sonne sitzen können und ein bisschen entspannen. Ja, finde ich auch, Sonja. Das ist auch wirklich herrlich hier in der Sonne. Ist auch schon so schönes Wetter. Ich staue jetzt die Rutsche. Voll cool. Papa, eigentlich wollte ich vorrutschen. Wieso bist du jetzt vor mir? Papa, Mensch, nimm die Füße von meinem Kopf. Du hast deine Füße auf meinem Kopf. Die sind so schwer. Das macht voll viel Spaß. Naja, ich wollte zwar eigentlich nicht mitmachen, aber Achtung, hier kommt Hanna Vogel. Was ist das denn da oben? Was machen die denn da auf der Rutsche? Oh, das könnte etwas Ärger bekommen. Schau mal da drüben, die Bademeisterin. Oh yeah, das hat voll viel Spaß gemacht. Gleich nochmal. Ja, und diesmal bin ich aber ganz vorne und nicht hinter meinem Papa, der hat immer die Füße auf meinen Kopf gehabt. Aus dem Weg, Leute. Manuel Fehlstaub kommt. Und hier ist Hanna Vogel. Also, was ist das denn hier? Warum ist denn hier Stau in der Rutsche?
denn da auf der Rutsche los? Also das ist doch, da ist doch ein Stau. Das hat doch jemand extra gemacht. Na gut, Luis, jetzt darfst du vorne wegrutschen. Dann darfst du jetzt als erstes den Stau verursachen. Ja, yeah, voll cool. Das ist das erste Mal, dass ich Rutschenstau mache. Und jetzt darf ich auch als erstes noch rutschen. Voll cool. Leute, wartet auf mich. Also, stopp. Was ist denn hier los? So, ich blockiere jetzt erstmal den Weg. Oh Mann, jetzt weiß ich, was du meinst, Luis. Dein Papa hat auch hier die Füße in der Nähe von meinem Kopf. Ich habe mich nicht unter Kontrolle. Und wer kitzelt denn da an meinen Füßen? Ich weiß auch nicht, wo ich die hin tun soll. Hanna, bist du wieder mit dabei? Komm schon. Boah, das ist der coolste Rutschenstau überhaupt. Sofort herkommen. Also, jetzt habe ich es beobachtet. Ihr habt einen Rutschenstau gemacht. Nee, also so kann man das nicht sagen. Wir waren nur alle hintereinander am Rutschen. Also, ihr wisst ganz genau, da oben ist der Oktopus. Und wenn der Oktopus nicht grün anzeigt, rutscht hier eigentlich niemand. So, also, ich hab's genau gesehen. Sie alle, also ihr alle wart an dem Rutschenstau beteiligt. Und sowas dulden wir hier nicht. Oh Mann, Leute, das sieht gar nicht gut aus. Also, so hatte ich mir das jetzt nicht vorgestellt. Wisst ihr eigentlich, wie gefährlich ein Rutschenstau ist? Also, da kann man sich auch quetschen und anderen Leuten mit den Füßen auf den Kopf rutschen. Ja, also, mit den Füßen auf den Kopf rutschen, ja, da weiß ich, wovon sie redet. So, und ihr alle müsst jetzt sofort das Schwimmbad verlassen. Ihr habt erstmal für heute Hausverbot. Was? Hausverbot? Hier im Aquapark? Oh nein! Oh nein, warum denn? Nur wegen Rutschenstau? Hausverbot hier? Oh Mann, das hatten wir noch nie! Ach du liebe Güte, Hausverbot? Hast du das gehört? Also das hatten wir wirklich noch nie. Also jetzt weiß ich, was Hanna meinte, als sie gesagt hat, mit Familie Vogel ist immer ganz viel Chaos. Oh Mann, ab nach Hause. So, jetzt nur noch hier die eine Frage beantworten. Das schreibe ich jetzt schnell hier hin. Und schon bin ich mit meinen Hausaufgaben fertig. Oh Mann, ich habe echt Hunger. Also Hausaufgaben machen macht manchmal echt hungrig. Ich werde mir auf jeden Fall was in der Küche jetzt holen. Also am besten mache ich mir einfach ein Sandwich. Oh, cool. Sonja und Manuel haben eingekauft. Das sind viele Sachen. Salat und Käse. Lecker. Hanna. Du. Ja, Luis, was ist denn mit dir los? Ich bin nach Hause gesprintet. Wo ist meine Mütze? Du hast mir meine Mütze vorhin weggenommen. Gib die mir wieder. Ich bin so außer Atem. Luis, beruhig dich erstmal wieder. Außerdem, was meinst du? Ich war den ganzen Tag zu Hause. Ich habe meine Mathehausaufgaben gemacht. Bio, Deutsch. Welche Mütze, fragst du? Welche Mütze? Du besitzt die Frechheit, mir noch zu sagen, welche Mütze? Du warst doch vorhin in der Mall und hast mir meine Mütze weggenommen. Luis, meinst du im Einkaufszentrum? Da war ich doch gar nicht. Oh mein Gott, und du besitzt doch die Frechheit, mir einfach ins Gesicht zu lügen. Oh Mann, weißt du was? Ich will meine Mütze wieder haben. Und wenn ich die nicht bekomme, dann werde ich das Mama und Papa sagen. Dann kriegst du ganz viel Ärger. Ich gehe so hoch und muss mich beruhigen. Ich habe genug von Hanna Vogel. Oh Mann, was war denn mit Luis los? Naja, interessiert mich nicht. Ich mache mir jetzt erstmal mein Sandwich. So, was mache ich da drauf? Käse und... ja, diese leckere Sandwichsoße. So, Fiona, ich komme sofort. Ich packe nur noch meinen Rucksack hier in den Schrank. Du, Leonie, ich wollte dir noch was erzählen. Ich war gestern im Einkaufszentrum und da ist mir was richtig Komisches passiert. Hä, was meinst du denn? Erzähl mal. Also, ich bin da so hergelaufen... und dann war plötzlich Hanna da und Hanna war total komisch, die hat mich nicht gegrüßt und die war auch überhaupt gar nicht nett zu mir. Hey, guten Morgen ihr beiden. Ah, hey Hanna, na schön, dass du wieder grüßt und ist alles in Ordnung bei dir? Du Hanna, Fiona hat gerade erzählt, dass sie dich gestern getroffen hat im Einkaufszentrum und dass du, also was war denn da los? Also ja, also genau, also ich fand das nicht so nett gestern von dir. Also Fiona, ich weiß überhaupt gar nicht, von was du redest. Ich war nicht im Einkaufszentrum. Also gestern war ich da nicht. Doch, Hanna, also ich meine, ich habe dich gegrüßt. Du hast mich natürlich nicht zurückgegrüßt, komischerweise. Aber dann haben wir uns unterhalten und du warst das. Also du kannst mir wirklich glauben, Fiona. Ich war da nicht. 100%ig. Hanna, siehst du, was ich auf dem Kopf habe? Luis, es ist vielleicht eine Mütze? Eine Mütze. Eine Mütze also.
Das ist nicht irgendeine Mütze, Hanna. Das ist meine Lieblingsmütze, meine Glücksmütze. Das ist meine besondere Mütze, die trage ich nur an besonderen Tagen. Und heute ist ein ganz normaler, langweiliger Schultag. Glaubst du, ziehe ich mir meine besondere Mütze an? Gib mir meine Käppi wieder. Und wenn ich meine Käppi nicht zurückbekomme, dann werden ganz viele Pranks auf dich einprasseln. Louis, ganz ehrlich, nerv mich nicht. Ich unterhalte mich gerade mit meinen Freundinnen. Wir haben was Wichtiges zu besprechen. Und ich habe keine Angst vor deinen Pranks. Oh Mann, Hanna ist einfach so nervig. Unfassbar. Was war das denn jetzt bitte? Ja, Louis, ich verstehe das auch nicht. Also, Louis behauptet, ich hätte ihm gestern im Einkaufszentrum seine Mütze weggenommen. Und ich war nicht im Einkaufszentrum. Wie oft soll ich das denn noch sagen? Hanna, stimmt irgendwas mit dir nicht? Ich habe das doch gesehen im Einkaufszentrum, wie du Louis Mütze weggenommen hast. Wie soll das denn stimmen? Also, das stimmt doch nicht. Ich war gestern nur zu Hause. Ich habe Hausaufgaben gemacht, dann habe ich mir noch ein Sandwich gemacht. Aber ich war nicht im Einkaufszentrum. Das muss doch jemand anders gewesen sein. Hä? Also, Hanna, wer soll das denn sonst gewesen sein? Ich habe es doch mit meinen eigenen Augen gesehen. Also, es tut mir leid, Fiona, aber ich meine, was hast du denn da gesehen und was soll ich denn alles gemacht haben? Und was habe ich denn überhaupt zu dir gesagt? Naja, also, nerv mich nicht. Ich bin nicht mit dir befreundet. All sowas eben. Und ich war echt traurig, denn Hanna, wir sind doch eigentlich beste Freundinnen, oder? Ja, natürlich sind wir beste Freundinnen. Sowas würde ich niemals zu dir sagen. Du bist meine allerbeste Freundin und Leonie auch. Also irgendwas stimmt da nicht. Wie kannst du an zwei Orten gleichzeitig sein und nicht davon wissen, dass du da warst? Hanna, du warst das. Also, die hatte das gleiche T-Shirt an wie du, die gleiche Hose, die gleiche Haarfarbe, alles eben. Aber wenn du das wirklich nicht warst, dann hast du eine Doppelgängerin. Oh mein Gott. Eine Doppelgängerin? Eine, die aussieht wie ich? Das kann ich gar nicht glauben. Boah, Leonie, stimmt. Eine Doppelgängerin. Das würde einen Sinn ergeben. Stimmt. Ja. Aber Fiona, also, es tut mir leid, dass du wegen mir traurig warst. Also, du bist meine beste Freundin. Und ich will sowas nie zu dir sagen. Komm, wir vertragen uns wieder. Ja, ich weiß, also du warst das ja dann anscheinend nicht, Hanna. Komm, lass dich drücken. Aber Hanna, wenn du wirklich eine Doppelgängerin hast, dann müssen wir dem Ganzen auf die Spur gehen, weil das kann echt viel Ärger geben. Wenn Louis jetzt schon denkt, dass du die Mütze geklaut hast, was meinst du, was dann noch alle anderen so denken? Ja, und also wer weiß, was sie noch alles verursacht. Oh Mann, das klingt gar nicht gut. Also, ich habe ja gesehen, wie sie die Mütze weggenommen hat, deine Doppelgängerin. Und ich habe auch gesehen, wie sie sich mit Sven getroffen hat. Bitte, was? Mein Freund? Also mit Sven? Oh Mann, so ein drunter und drüber. Ich muss auf jeden Fall mit Sven reden in der Mittagspause. Oh Mann, das war gestern voll schön mit Hanna. Ich hab jetzt einen Platz freigehalten. Hoffentlich kommt sie jetzt gleich. Oh, da hinten ist sie ja schon. Sven, ich muss mit dir reden. Es gibt ein Problem. Hanna, lass mich zuerst reden. Ich muss dir sagen, gestern war es echt schön und der Kuss auf die Wange war voll nett von dir. Das kann ich jetzt echt nicht glauben. Meine Doppelgängerin hat anscheinend auch noch Sven geküsst. Was? Sie hat dich auf die Wange geküsst? Wovon sprichst du? Du hast mich doch auf die Wange geküsst. Wir haben uns doch gestern im Einkaufszentrum getroffen. Nein, Sven. Sie hat eine Doppelgängerin. Hanna war nicht im Einkaufszentrum. Sie war zu Hause. Hanna, das wusste ich nicht. Ich dachte, das wärst du. Wirklich. Ich meine, sie sah aus wie du, hat geredet wie du, ich bin wirklich sprachlos. Also jetzt bin ich schon ein bisschen enttäuscht. Ich meine, Sven, wir sind zusammen. Dass Louis mich nicht erkennt oder meine Freundin, aber du müsstest mich doch erkennen und wissen, dass ich das nicht war. Wir müssen der Sache auf die Spur gehen. Also Sven, hat sie irgendwas gesagt? Weißt du, wo sie wohnt oder habt ihr euch wieder verabredet? Oder hast du gesehen, wo sie hingegangen ist? Nein, ich weiß ja, wo Hanna wohnt und, aber wir wollten uns heute nach der Schule im Skatepark treffen. Beziehungsweise eigentlich mit dir, Hanna. Ich wollte mich mit dir im Skatepark treffen. Okay, wir treffen uns nach der Schule am Skatepark und dann schauen wir mal. Ja, Fiona und Leonie, das ist eine gute Idee. Dann werden wir sie zur Rede stellen und danke, dass ihr mitkommt. Bist du ja noch böse auf mich? Ich wusste ja nicht, dass du es nicht bist, sonst hätte ich mich ja niemals mit ihr getroffen. Sven, ich bin schon noch ein bisschen enttäuscht. Wir werden später darüber nochmal reden. So, und jetzt müssen wir zurück in den Unterricht. Und nach der Schule, da geht's direkt in den Skatepark. Okay, Mädels, wir müssen jetzt Ausschau halten.
Aber wie sieht sie wohl aus? Da ist sie nicht. Also da sieht keine so aus wie ich oder keiner. Und der da vorne? Ich meine, das könnte eher Svens Doppelgänger sein und nicht meiner. Also ich würde vorschlagen, wir warten einfach noch ein bisschen. Hey, hey, Leute, guckt mal da. Da hinten. Sie hat auch ein blaues T-Shirt an, ist blond, hat eine weiße Hose. Ja, jetzt müssen wir nur noch ihr Gesicht sehen. Oh mein Gott, die sieht wirklich genau aus wie Hannah. Sogar das gleiche T-Shirt. Mädels, ihr übertreibt, die sieht gar nicht so aus wie ich. Guckt doch mal, ganz andere Haare, andere Augen, anderer Mund, alles anders. Und die Schlappen sind auch anders. Komm schnell, hinterher. Hey, was ist denn mit denen los? Die kommen ja auf mich zugelaufen. Halt, wir haben dich, du bist Hannas Doppelgängerin. Stehen bleiben. Halt, stopp, du hast meinen Freund geküsst. Ich habe von niemandem den Freund geküsst. Also ich habe meinen eigenen Freund geküsst. Boah, die sieht wirklich genau aus wie Hannah und auch die Stimme ist total ähnlich. Was? Wir sehen uns doch nicht ähnlich. Also, wir müssen reden. Alle verwechseln uns anscheinend und ich krieg dauernd Ärger dafür, dass du irgendwas gemacht hast. Zum Beispiel hast du Louis Cap geklaut und du hast Sven geküsst und so weiter. Ja, also jetzt erzähl doch mal, wo kommst du her? Also, ich bin Anna und ich bin vor kurzem hier hingezogen. Ich wohnte ein bisschen außerhalb von Unicorn City und jetzt bin ich in die Stadt gezogen. Und dieser eine süße Junge, den ich geküsst habe, der ist jetzt mein Freund. Wie soll das bloß mit uns weitergehen, wenn uns alle verwechseln? So, Kinder, also bevor wir den Unterricht beenden, möchte ich ganz gerne auf die Frage von der letzten Stunde eingehen. Wer hat sich denn über die Frage Gedanken gemacht und wer kann sie beantworten? Also, Freiwillige vor. Ich, Herr Ritter, ich hab die Aufgabe gemacht. Ah, sehr gut, Marleen. Das freut mich, wenn neue Mitschüler beim Unterricht so fleißig mitmachen. Okay, dann kannst du mir mal die Antwort sagen. Also die Antwort lautet, beziehungsweise die Frage war ja, was ist A² plus B² und die Antwort lautet C², voll einfach. Oh Marleen, das freut mich wirklich, dass du dir noch Gedanken darüber gemacht hast. Leute, ihr müsst euch wirklich ein Beispiel an Marleen nennen. Ja, die Lösung ist richtig. Oh Mann, ich kann die überhaupt gar nicht leiden. Die tut so, als wäre sie mega schlau. Und dann hat sie mir auch noch meinen Freund weggenommen. Also ich weiß das nicht, was das alles soll. Was findet Louis an ihr? Hä, Paula, kann ich gar nicht verstehen. Also ich mag Marleen, die ist doch voll cool. Ben, cool? Was soll das denn jetzt? Ich dachte, du wärst auf meiner Seite. Das finde ich jetzt überhaupt gar nicht lustig. Was? Ja, Entschuldigung. Ich find die auch voll doof. Ja, die ist gar nicht cool. Voll uncool und die kann überhaupt nicht so cool skaten. Oh nein, das war anscheinend die Schulglocke. Ja, was würde denn sonst so laut klingeln? Ja, also Kinder, schade, dass der Unterricht jetzt schon vorbei ist, aber denkt bitte an die Hausaufgaben fürs nächste Mal. Oh, endlich die Stunde vorbei. Oh Mann, das hat sich so gezogen, weil es so langweilig ist. Aber jetzt endlich schulfrei. Marleen, hast du Lust, gleich was zu unternehmen oder etwas später? Ja, ich bin auch froh, dass die Stunde jetzt endlich vorbei ist. Und ja klar, gerne. Also ich habe auf jeden Fall heute nichts vor. An was hast du denn gedacht? Was hältst du davon, wenn wir eine Runde skaten gehen? Also ich habe da einen neuen Trick gelernt, den wollte ich dir unbedingt zeigen. Skaten? Na klar, also für Skaten bin ich immer zu haben, wie du weißt. Und cool, wo sollen wir denn skaten gehen? Oh, ich habe beim letzten Mal so einen richtig coolen Park entdeckt. Ich glaube, der ist so ein bisschen geheim. Da sind nicht so viele Leute und der ist echt cool. Und da können wir ja mal ein bisschen skaten gehen. Oh, Leute, schaut mal, die beiden Turteltäubchen da. Also ernsthaft? Hat der Ritter gerade Turteltäubchen gesagt? Wie peinlich ist das denn? Also mir reicht's jetzt. Ich will das alles nicht mehr sehen und nicht mehr hören. Aha, die haben sich also im Park verabredet. Und da sind nicht so viele Leute. Ich werde auch da sein. Da können die mit mir rechnen. Ah, da ist ja Marleen. Dann werde ich mal ein Gespräch mit ihr anfangen. Also ich habe da so einen Plan. Okay, Paula, tu einfach so, als wärst du nett. Hey Marleen. Hi Paula. Was gibt's? Du, also, ich finde, wir hatten ein paar Anlaufschwierigkeiten, so ein paar Zickereien und dafür wollte ich mich entschuldigen. Wäre cool, wenn wir uns wieder vertragen würden. Ja, klar, das ist ja lieb von dir. Also, ich muss mich auch entschuldigen. Also, ich meine, es gab, glaube ich, so ein paar Missverständnisse und ich würde mich auch freuen, wenn wir uns wieder vertragen. Okay, sehr gut. Also, cool, dann haben wir das endlich aus dem Weg geschafft. Wieder vertragen? Vertragen. Paula, also ich muss nochmal sagen, ich finde es echt cool von dir, dass du jetzt auf mich zugekommen bist. Finde ich auch. Marleen, ich muss jetzt auch schon wieder los. Ciao.
Oh Mann, die regt mich so auf. Naja, aber immerhin hat sie mir abgenommen, dass ich mich wieder mit ihr vertragen möchte. Aber ich will mich nicht mit ihr vertragen, auf keinen Fall. Ich werde mich nämlich später auf den Weg in diesen Park begeben. Ich weiß genau, welchen Park die meinen. Und da habe ich auch schon eine gute Idee. Boah, zum Glück spielt das Wetter heute mit. Also, das ist echt nices Wetter zum Skaten. Und hoffentlich gefällt es Marlene hier auch. Ich meine, der Park ist doch voll schön. Hey Luis, hier bin ich. Aber du hättest mir ruhig sagen können, dass hier Rasen ist. Das ist nicht so gut zum Skaten. Aber egal, mich hält das eh nicht auf. Hey Marlene, schön, dass du gekommen bist. Ja, also ich hoffe, der Ort gefällt dir hier. Also hier auf dem, das sieht zwar so aus wie Sand, aber das ist kein Sand. Hm? Ich weiß nicht, was das ist. Das sieht so sandbetonmäßig aus. Da kann man auf jeden Fall voll cool skaten. Da kann man voll die coolen Tricks machen. Ja, wunderbar. Also ich finde, hier sieht es richtig cool aus. Ich kenne diesen Park gar nicht und ich war auch vorher noch nicht hier. Aber das sieht echt toll aus. Ich würde sagen, wir gehen erstmal eine Runde skaten. Was meinst du? Ja, sehr gute Idee. Lass anfangen. Ja, los. Worauf wartest du denn noch, du lahme Ente? Hey, du hast recht, hier kann man echt gut skaten. Jetzt komm schon. Hey, ja, okay, ich komme ja schon. Ich spring eben hier drauf. Ja, das ist echt cool hier. Ja, finde ich auch voll cool. Aber Marlene, du musst hier aufpassen, dass du nicht ins Wasser fällst. Also es kann ganz schnell passieren. Also das ist mir zwar noch nicht passiert, aber allen anderen, die nicht so gut skaten wie ich, denen kann das schnell passieren. Ja, ist schon klar. Ich pass auf. Pass du besser auf, dass du nicht ins Wasser fällst. Hey Luis, guck mal, wo ich bin. Guck mal, dieser Hügel hier. Wetten, ich kann da voll cool runterfahren? Ja, bestimmt, aber pass besser auf. Aber na klar, um mich brauchst du dir keine Sorgen machen. Hui! Und ab geht's! Jaha! Wow, jetzt ist es doch plötzlich ganz schön wackelig. Marlene, Vorsicht, das Wasser und der Stein. Huch, das hat gar nicht wehgetan. Ich bin nur auf meinem Hintern gelandet. Das ist nochmal gut gegangen. Ich sag ja, um mich brauchst du dir keine Sorgen machen. Das war eine weiche Landung und schau mal, die Blümchen. Oh Marlene, ich habe mir voll Sorgen gemacht. Was machst du denn für Sachen? Da sind die ja. Und wie die lachen. Ich meine, die beiden sind doch gar nicht so lustig. Was gibt's denn da zu lachen? Also das verstehe ich gar nicht. Boah, so Marlene, lass mal eine kleine Pause machen. Also ist schon mega anstrengend hier zu fahren, aber macht doch mega Spaß, oder? Puh, Pause klingt gut, aber nur eine kleine, denn ich möchte gleich wieder weiter skaten. Aber ja, der Park ist echt cool und ich finde, skaten mit dir macht sowieso immer Spaß. Und ich muss dir noch was erzählen. Weißt du was? Also heute, das war irgendwie ein bisschen merkwürdig, aber ich habe mich auch gefreut. Nach Schulschluss kam Paula zu mir und sie wollte sich mit mir vertragen. Was? Nach der Schule Paula zu dir vertragen? Mhm. Also was? Das ist ja... Also das ist ja echt komisch. Also mit mir hat sie noch nicht gesprochen. Ja, ich weiß. Also ich habe mich auch total gewundert und dachte erst so, okay, meint sie das jetzt ernst? Aber sie war wirklich total nett und wir haben uns jetzt wirklich wieder vertragen. Ich finde das super. Also das klingt echt merkwürdig. Also ich traue dem Braten nicht. Da musst du ein bisschen aufpassen, Marlene. Aber okay, jetzt genug Pause. Sollen wir weiter skaten? Ja, wir können sofort weiter skaten. Ich müsste allerdings einmal ganz kurz aufs Klöchen. Bin sofort wieder da. Bis gleich. Haben die mich da gerade echt Braten genannt? Also irgendwie haben die gesagt, die trauen dem Braten nicht. Naja, aber jetzt kommt Marlene in diese Richtung. Dann kann mein Plan ja losgehen. So, ich mach schon mal hier die Tür auf. Hey, Marlene, du bist auch hier? Hi Paula, ja, das ist ja ein Zufall. Was machst du denn hier? Ich war ganz zufällig hier spazieren und hab jetzt gerade dieses coole Haus entdeckt. Das sieht richtig spannend aus hier. Also Hannah hat mir letztens erzählt, dass bei ihnen in Playmobil City immer in so einem Haus ein Monster namens Molly gewohnt hat. Das war wohl ein ganz nettes Monster und... Ich habe hier auch so Geräusche gehört. Vielleicht wohnt diese Molly auch hier. Oh, echt? Meinst du? Oh, lass mich mal sehen. Ja, guck doch mal. Geh doch einfach noch ein Stückchen weiter rein. Okay, ich kann ja noch gar nichts sehen. Es ist auch ein bisschen dunkel hier. Bist du sicher, dass das Monster hier ist? Ja, also ich habe auf jeden Fall was gehört. Vielleicht gehst du noch ein paar Meter weiter. Also ich sehe nichts. Ich glaube, hier ist nichts. Vielleicht ist das ja auch einfach nur eine Fantasieerzählung. Kann ja auch sein. Fantasieerzählung? Könnte sein. Aber jetzt mache ich erstmal die Tür zu. Denn es ist nur eine Fantasieerzählung, dass wir beide uns vertragen haben. Du hast mir den Freund ausgespannt und das hast du jetzt davon. Und tschüss! So, jetzt werde ich noch abschließen und dann kommt sie von alleine nicht mehr raus. Ich lasse Marlene später wieder raus, aber jetzt habe ich erstmal Louis nur für mich. Oh Mann, wo bleibt denn Marlene? Die ist jetzt doch schon etwas länger weg. Vor allem, soll ich jetzt alleine skaten oder doch noch warten? Wie lange kann das denn noch dauern, Mensch? Oh, hey Louis! Paula, was machst du denn hier? Woher kennst du denn diesen Ort? Ach, ich setz mich erstmal zu dir. Wo ich diesen Ort herkenne, ist doch egal. Willst du dich nicht zu mir setzen? Nein, will ich nicht. Hast du Marlene gesehen? Die ist jetzt ein bisschen länger weg. Marlene? Nee, die habe ich nicht gesehen. Sorry.
Du hast sie nicht gesehen? Bist du sicher? Ich meine, du bist jetzt ihre neue beste Freundin. Also, du hast dich ja mit ihr vertragen und mit mir noch nicht. Naja, egal. Weißt du was, Paula? Ich gehe mal eben Marleen suchen. Louis, warte doch. Ich meine, Marleen wird schon gleich wiederkommen. Wir können uns doch in der Zwischenzeit unterhalten. Lass Marleen doch in Ruhe. Lass ihr doch ein bisschen Zeit. Hallo? Warte mal, hörst du das? Das ist doch Marleen. Paula, hörst du das doch Marleen, oder? Louis, also ich habe nichts gehört. Das musst du dir eingebildet haben. Das waren vielleicht die Vögel oder so. Louis, Louis! Moment mal. Das kommt doch hier aus dem Haus. Marleen? Louis, oh, endlich. Wo warst du denn die ganze Zeit? Ich bin schon eine ganze Weile hier. Mach endlich die blöde Tür auf. Marleen, was machst du denn da? Wie bist du da überhaupt reingekommen? Das ist nicht die Toilette. Ja, ich weiß, dass das nicht die Toilette ist und ich war auch nicht auf Klo, weil ich wurde hier eingesperrt von der blöden Paula und jetzt mach endlich die Tür auf. Was? Paula hat damit zu tun? Oh, ich hab's dir doch gesagt. Ihr kannst du nicht vertrauen. Oh, endlich. Danke, Luis. Oh, gut, dass du mich jetzt gehört hast. Ja, das war Paula. Sie hat mich hier einfach eingesperrt. Oh Mann, ich habe mir schon voll die Sorgen gemacht. Ich bin mega froh, dass es dir jetzt gut geht. Oh Mist, mein Plan ist mächtig schiefgegangen. Ich glaube, ich sollte mich hier lieber verkrümeln. Moment, halt, stopp. Du gehst jetzt erstmal nirgendwo hin. Du kannst jetzt mal erklären, wieso du Marleen eingesperrt hast. Oh Mann, das ist ja voll gemein von dir. Und das Haus, da will ja niemand eingesperrt werden. Ja, ehrlich, Paula. Ich meine, wir haben uns doch vertragen und dann machst du sowas. Das verstehe ich gar nicht. Damit hätte ich echt nicht gerechnet. Ich wollte mich halt einfach nur rächen, weil du mir meinen Freund weggenommen hast. Und ich finde das echt gemein von euch. Ihr schließt mich total aus. Und tschüss. Oh Mann. Es tut mir mega leid, Marleen, aber so habe ich den Nachmittag nicht geplant. Aber ich muss sagen, ich bin mega froh, dass du jetzt wieder hier an meiner Seite bist. Ja, also das kannst du laut sagen. Ich habe damit auch nicht gerechnet. Aber was soll's? Ich meine, uns geht's gut und wir sitzen jetzt hier und wir können ja immer noch den Rest des Tages genießen. Hey, stopp, stopp, stopp. Ich habe da noch was für euch. Wollt ihr vielleicht auch Familie Vogel als Hörspiel hören? Dann sucht einfach auf iTunes, Spotify oder Amazon Music nach Familie Vogel. Oder Spiel mit mir. Da findet ihr viele, viele tolle Hörspiele von uns. Viel Spaß!